Am Anfang war Dunkelheit und dann der Urknall. Die Geburt eines sich unendlich ausdehnenden Gefüges aus Zeit, Raum und Materie. Jeden Tag enthüllen uns neue Entdeckungen weitere rätselhafte, irrwitzige und tödliche Geheimnisse eines Ortes, den wir das Universum nennen. Tausende Zeugen haben behauptet, UFOs gesehen zu haben. Und ihre Berichte sind oft auffallend ähnlich. Die Zutaten? Ein abgestürztes UFO, einige Leichen und Vertuschung durch die Regierung. Die anerkannte Wissenschaft sagt, dass es solche Beweise nicht gibt. Es ist ein großer Sprung von einem UFO zu einem außerirdischen Raumschiff. Falls UFOs tatsächlich außerirdische Raumschiffe sind, welche Technologien würden wir dann unter ihrer Motorhaube finden? Man bräuchte eine Technik, um den Trägheitseffekt aufzuheben. Welche Wahrheiten stecken hinter unbekannten Flugobjekten und interstellaren Reisen? Für Millionen von UFO-Gläubigen nahm alles am 24. Juni 1947 seinen Anfang. Ein Geschäftsmann und Pilot namens Kenneth Arnold ist alleine in seinem Flugzeug in der Nähe des Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington unterwegs. Plötzlich sieht er eine Gruppe von 9 Fluggeräten, die sich unglaublich schnell fortbewegen. Sie hatten eine reflektierende Oberfläche, flogen mit Überschallgeschwindigkeit in Formation und änderten abrupt den Kurs. Solche Geschwindigkeit war damals unmöglich. Das war vor dem Zeitalter der Jets. Als ausgebildeter Pilot tat er einiges, um zu prüfen, ob er nicht nur irgendeinen atmosphärischen Effekt sah. Er veränderte den Winkel seines Kopfes und den seines Flugzeugs. Er positionierte das Flugzeug so, dass er im Hintergrund der Objekte weißen Schnee hatte. Sie erschienen dunkel vor der hellen Oberfläche. Bevor Arnold sich ihnen nähern kann, sind die Objekte verschwunden. So etwas hatte es in der Moderne noch nie gegeben. Niemand hatte etwas derartiges gesehen. Arnold gab Presseinterviews, in denen er versuchte, den Vorfall zu erklären. Doch er wurde falsch zitiert. Eigentlich sagte er nur, dass sie sich wie Untertassen, die übers Wasser springen, bewegten. Die Zeitungen gaben das falsch wieder und schrieben, dass sie wie Untertassen ausgesehen hätten. Der Begriff fliegende Untertasse ist geboren. Arnolds Erlebnis gibt den Startschuss für weitere UFO-Sichtungen. Ein paar Wochen später, im Sommer 1947, kommt es dann zum wohl berühmtesten Vorfall. Berichte über ein unbekanntes Flugobjekt nahe Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Roswell wurde das Aushängeschild aller UFO-Sichtungen, weil es alle nötigen Zutaten bot. Eine abgestürzte Untertasse, darin einige Leichen, Vertuschung durch die Regierung und es gab Vertuschungsversuche. Die Behörden haben falsch informiert. Im ursprünglichen Bericht der Air Force hieß es, dass es eine fliegende Untertasse außerirdischen Ursprungs sei. Kurz danach wurde behauptet, dass es ein abgestürzter Wetterballon gewesen sei, der weder Passagiere an Bord gehabt, noch irgendetwas mit Außerirdischen zu tun gehabt hätte. Andere Augenzeugen behaupteten, Teile des abgestürzten Raumschiffes gesehen zu haben. Angeblich aus Materialien, die der Wissenschaft unbekannt waren. Arnolds Sichtung und der Roswell-Vorfall wurden nie offiziell bestätigt und sind bis heute höchst umstritten. Jedes Jahr gibt es tausende Berichte über Sichtungen, meist über Objekte am Himmel, von denen die Augenzeugen annehmen, dass es außerirdische Raumschiffe sind, sogenannte UFOs. Das U ist entscheidend, es steht für unbekannt. Ich habe selbst schon gesehen, dass ein helles Licht am Horizont auftauchte und dann in den Wolken davonschoss. Streng genommen war das ein UFO, doch es ist ein großer Sprung zwischen einem UFO und einem außerirdischen Raumschiff. Wissenschaftler argumentieren, dass die meisten UFO-Phänomene entweder irdischen Ursprungs sind, wie Satelliten, Ballons und Flugzeuge. Oder kosmischen Ursprungs, wie Meteore, Kometen oder der besonders hell strahlende Planet Venus.
Wenn es für eine UFO-Sichtung jedoch keine Erklärung gibt, könnte es dann nicht doch ein außerirdisches Raumschiff sein? Und wenn ja, welche Techniken könnten das Verhalten erklären, von dem die Augenzeugen immer wieder berichten? Wie wäre so ein Raumschiff gebaut? Und welche Probleme müssen sie dabei überwinden? Ein Großteil des Verhaltens der UFOs, von dem Leute berichten, liegt jenseits unseres Stands der Physik. Extreme Geschwindigkeit und Beschleunigung, extrem schnelle Wenden. Dinge, zu denen wir nicht in der Lage sind, ohne dem Piloten Schaden zuzufügen oder das Fluggerät zu zerstören. Die Augenzeugenberichte über extreme Beschleunigungen, blitzschnelle Wendemanöver und plötzliche Stopps scheinen gegen die uns bekannten Naturgesetze zu verstoßen. Könnten Außerirdische vielleicht einen Weg gefunden haben, diese Gesetze zu umgehen? Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Trägheitsprinzip. Es wurde zuerst von Isaac Newton formuliert und besagt, dass ein Objekt in Ruhe oder in Bewegung so lange in Ruhe oder Bewegung bleibt, bis eine Kraft von außen darauf einwirkt. Um solche völlig verrückten Veränderungen der Trägheit zu erreichen, müsste man auf das Objekt mit einer gewaltigen Kraft einwirken. Folgt man dieser Logik, heißt das, ein Kampfpilot, der sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegt und bei unverminderter Geschwindigkeit versucht, eine 90-Grad-Wende zu machen, würde Kräften in der Größenordnung von fast 300 G ausgesetzt sein. Der höchste Wert, den ein menschlicher Pilot in einem Druckanzug aushalten kann, ohne ohnmächtig zu werden, liegt bei etwa 10 G. Wenn die Physiologie eines außerirdischen Piloten auch nur annähernd der eines Menschen ähneln sollte, würde er bei einem 300-G-Manöver sofort sterben. Seine inneren Organe würden sich weiter vorwärts bewegen und gegen das Skelett schmettern. Falls sie uns ähnlich wären, gäbe es die Möglichkeit, dass sie sich eine spezielle Flüssigkeit in den Körper injizieren, um das Problem mit den inneren Organen zu lösen. Wenn sie ausreichend fixiert und abgepolstert wären, würde es bei den Beschleunigungen und Stopps auch keine inneren Schäden geben. Um den Trägheitseffekten auf das Raumschiff selbst entgegenzuwirken, könnten die Piloten vielleicht eine Technik einschalten, die für uns Menschen heute noch nicht erreichbar ist. Um die Effekte einer 300-G-Wende zu neutralisieren und nicht von dieser Menge an Kraft zerquetscht zu werden, bräuchte man ein Gerät, das die Auswirkungen der Trägheit neutralisieren kann. Das Gerät müsste die Gravitationskraft manipulieren, indem es eine Art Kraftfeld aufbaut, mit dem es die Gravitationskräfte, die das gesamte Universum beherrschen, neutralisieren kann. Dieses Gerät könnte man anschalten, wenn man es braucht, und danach wieder abschalten. Oder es würde auch automatisch an- und ausgehen. Diese Hightech ist für uns nicht in Sicht. Auch wenn die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wie diese Fluggeräte das tödliche Problem der Trägheit überwinden könnten, kann sie vielleicht dabei helfen, ihre Form zu erklären. Insbesondere die berühmteste Form von allen, die fliegende Untertasse. Ende der 1950er testete die US Air Force die sogenannte Avrocar. Die Konstruktion war jedoch äußerst instabil und hatte kaum aerodynamische Vorteile. Was bewies, dass untertassenförmige Fluggeräte in der Erdatmosphäre keine hohen Geschwindigkeiten erreichen können. Der Delta-Flügel oder die Keilform ist ein weit vielversprechenderer Kandidat. Ein Umstand, der den modernen Militärflugzeugdesignern wohl bekannt ist. Der Prozentsatz der UFO-Sichtungen, die von einem keilförmigen Fluggerät berichten, hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Ein Trend, der das Aufkommen von Jets mit gepfeiltem Flügel und nur Flügeldesigns wie den B-2 Stealth Bomber widerspiegelt. Die Formen haben sich verändert. In jüngster Zeit sind sie häufiger keilförmig. Die Berichte neigen also dazu, den fortschrittlichsten Flugzeugen zu entsprechen. Neben der Fortbewegungsart und Form muss sich jeder Erklärungsversuch der UFO-Wissenschaft auch mit den Geräuschen der UFOs befassen. Genauer gesagt, dem Fehlen von Geräuschen. In UFO-Berichten heißt es immer wieder, dass sich die Objekte völlig geräuschlos fortbewegen. Bei fast allen Sichtungen gibt es kein Geräusch, obwohl man genau das von jedem Fluggerät, das sich schnell in der Erdatmosphäre fortbewegt, erwarten würde. Man würde es hören. Es kommt dabei zu einem sogenannten Überschallknall. Das ist eine spezielle Druckwelle, die zusammen mit dem Flugzeug durch die Atmosphäre rast. Wenn man am Boden diesen lauten Überschallknall hört,
ist das das Resultat des Druckunterschieds, der zwischen dem vorderen und dem hinteren Ende des Flugzeugs herrscht, während es durch die Atmosphäre schießt. Könnte ein außerirdisches Raumschiff diese enorme Druckwelle, die beim Überschallflug entsteht, irgendwie neutralisieren? Die Antwort könnte in einer Technologie liegen, die bei der neuesten digitalen Kopfhörergeneration mit aktiver Geräuschunterdrückung Anwendung findet. Es gibt so eine Geräuschunterdrückung. Dabei sucht man aus, welches Geräusch man unterdrücken will und sendet dann das invertierte Geräusch, um es zu neutralisieren. Mir ist allerdings keine Technik bekannt, die in der Lage ist, das Gleiche mit Druckwellen zu tun. Um den ohrenbetäubenden Effekt des Überschallknalls zu neutralisieren, wären hochentwickelte technische Fertigkeiten vonnöten. Wenn wir schon über Geräuschlosigkeit sprechen, was ist mit Unsichtbarkeit? Einige Augenzeugen behaupten, dass sich die UFOs einfach in Luft auflösten. Eine vielversprechende Methode, die gegenwärtig erforscht wird, könnte so ein Phänomen tatsächlich erklären. Man forscht derzeit an einer Technik, die Gegenstände visuell verändern könnte. Dabei arbeitet man mit Lichtkrümmung. Es geht hier um die Klasse der sogenannten Metamaterialien. Ein populäres Beispiel wäre der Tarnumhang in den Harry Potter Filmen. Metamaterialien nutzen Kombinationen aus Polymersubstraten, Gold und Kupfer, um elektromagnetische Wellen gewaltsam um ein Objekt herum zu krümmen. Das Licht wird um das Objekt herumgeleitet, anstatt von ihm reflektiert oder gebrochen zu werden. Fortschrittliche Materialien, Stealth-Technik und rasante Manövrierfähigkeit würden allerdings gar nichts nützen, wenn unsere Besucher nicht in der Lage wären, es überhaupt zur Erde zu schaffen. Die Chancen, dass eine andere Zivilisation es schafft, uns zu besuchen, sind winzig. Wenn sie es schaffen, würde das bedeuten, dass sie viele Probleme gelöst haben. Sie hätten Techniken, die unsere übertreffen oder sogar über das hinausgingen, was wir uns gegenwärtig vorstellen können. Die Wissenschaft kann sich derzeit zumindest einige Verfahren vorstellen, mit denen es möglich wäre, die scheinbar unüberbrückbaren Distanzen zwischen den Sternen zu überwinden. Darunter eine explosive Antriebsquelle, die so verheerend ist, dass wir die Besucher schon kommen sehen würden, wenn sie noch Lichtjahre entfernt wären. Es gab in den letzten Jahrzehnten zahllose Berichte über UFO-Vorfälle überall auf der Erde. Nicht alle Sichtungen fanden dabei auf der Oberfläche unseres Planeten statt. Am 19. Juli 2009 berichteten Zuschauer einer NASA-Videoübertragung vom Space Shuttle Endeavour, dass sie über dem mechanischen Arm des Shuttles ein kreisförmiges Objekt schweben sahen. Derartige UFO-Sichtungen im Weltraum gab es angeblich immer wieder in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Unspezifizierte kosmische Phänomene? Oder ein Hinweis darauf, dass riesige außerirdische Raumschiffe durch die Milchstraße kreuzen? Weltraumreisen zwischen den Sternen, das ist doch Science Fiction, oder? Man sieht es jeden Abend im Fernsehen. Aber wären wir oder irgendeine Spezies tatsächlich dazu in der Lage? Die Entfernungen sind gewaltig. Interstellare Reisen widersprechen jedoch nicht den Gesetzen der Physik. Man kann es nicht ausschließen und sagen, es ist absolut unmöglich, dass sie hierher kommen. Es ist nur sehr schwierig. Schon die Reise von der Erde zu unserem nächsten benachbarten Sternensystem Alpha Centauri, das knapp 4,5 Lichtjahre entfernt ist, ist selbst für unsere leistungsstärksten Raketen unmöglich. Falls eine fortschrittliche Zivilisation aus einem fernen Sternensystem uns besuchen würde, können wir ausschließen, dass sie mit chemisch betriebenen Raketen hierher kommen. Mit einem chemischen Antrieb kommt man im Sonnensystem nicht sehr weit. Die am weitesten entfernte unserer Raumsonden ist Voyager 1, gestartet 1977. Sie fliegt seit 34 Jahren mit gut 61.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Trotzdem verlässt sie gerade jetzt erst unser Sonnensystem. Wenn ihr Ziel unser benachbartes Sternsystem Alpha Centauri wäre,
würde sie 56.000 Jahre brauchen, um es zu erreichen. Um auf interstellare Missionen gehen zu können, die sich im Zeitrahmen der menschlichen Lebenserwartung bewegen, müssen wir die Reisegeschwindigkeit um den Faktor 1.000 erhöhen. Die Lichtgeschwindigkeit liegt bei atemberaubenden 299.792 Kilometern pro Sekunde. Ein Raumschiff, das zu anderen Sternensystemen reisen will, müsste einen beträchtlichen Prozentsatz dieser Geschwindigkeit erreichen, selbst wenn sein Ziel nur der nächstgelegene Stern wäre. Das größte Problem ist das Gewicht. Eine Rakete mit chemischem Antrieb müsste viel zu viel Gewicht tragen, weil sie ihre gesamten Treibstoffvorräte an Bord nehmen müsste. Um mit chemischem Raketentreibstoff nur 6% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, bräuchte man mehr Treibstoff, als insgesamt Masse im Universum existiert. Es ist also unmöglich, ein anderes Sternensystem mit chemischem Raketentreibstoff zu erreichen. Falls außerirdische Besuche überhaupt möglich sind, müsste Ihr Raumschiff erst einmal dieses Problem lösen. 2011 schickte die NASA mit NanoSail D2 ihr erstes Sonnensegel in eine Umlaufbahn um die Erde. Das ultradünne, knapp 10 Quadratmeter große Segel nutzt Sonnenlicht oder besser Photonendruck als Antriebsquelle. Eine der unumgänglichen Begrenzungen des Raketenantriebs ist, dass jede Rakete ihren Treibstoff mit sich führen muss. Ein Sonnensegel kann dagegen die natürlich vorkommenden Ressourcen nutzen, nämlich die Photonen, die von der Sonne abgegeben werden. Genauso kann ein Hängegleiter ohne jeden Treibstoff oder Motor auskommen, indem er die natürlichen Ressourcen unserer Umgebung nutzt, nämlich die Luft und die Gesetze der Aerodynamik. Um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, um ein bemanntes Raumschiff ziehen zu können, müsste das Segel riesig sein, bis zu hunderte Kilometer im Durchmesser. Weil der Photonendruck eines Sterns abnimmt, je weiter sich das Segel entfernt, haben Forscher vorgeschlagen, das Segel durch einen konzentrierten Laserstrahl mit Energie zu versorgen. Irgendwann muss dieser und jeder andere Hängegleiter leider landen. Doch ein Sonnensegel, das seine Energie durch einen Laserstrahl bezieht, könnte möglicherweise zu anderen Sternen reisen. Die maximale Geschwindigkeit eines Sonnensegels? Etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit. Reisezeit von der Erde zum Alpha Centauri-System mit Hilfe von lasererzeugten Photonen? Etwa 45 Jahre. Die NASA und andere Weltraumbehörden arbeiten gegenwärtig an Plänen, weitere Sonnensegel zu starten. Im Universum gibt es jedoch noch andere, weit leistungsstärkere Antriebsquellen. In den 1960ern dachte man über eine Antriebsmethode nach, bei der das Raumschiff an seinem Heck eine Reihe von Sprengladungen abwirft, um es durch die Kraft der Explosionen voranzutreiben. Dieses Modell wurde Orion-Antrieb genannt und man führte eine Reihe von Experimenten mit konventionellen Sprengsätzen durch, um zu zeigen, dass es funktioniert. Der richtige Orion-Antrieb sollte Atomsprengsätze verwenden. Um uns die Funktionsweise des Orion-Antriebs zu demonstrieren, haben Paul und Jim hier eine Versuchsanordnung aufgebaut. Wir werden diese Tonne mit einer chemischen Sprengladung bestücken und sie gut 15 bis 18 Meter in die Luft schießen. Dann vergleichen wir die Explosionsenergie mit der Energie eines Orion-Atomsprengsatzes. Unser Orion-Raumschiff-Simulator ist bereit zum Start. Wir werden jetzt die Sprengsätze zünden, die Tonne in die Luft schießen und die freigesetzte Energiemenge mit der einer Atomexplosion vergleichen, wie sie bei einem Orion-Antrieb Anwendung fände. Der Antrieb des Orion-Raumschiffs, an dem man Ende der 1950er in Los Alamos forschte, sollte auf Kernspaltung oder Fission basieren. Kernspaltungsenergie wird produziert, wenn ein Atom in kleinere Teile zerfällt und dabei freie Neutronen und Protonen entstehen, die gewaltige Gammastrahlenenergie freisetzen.
Die Sprengladung in dieser knapp 16 Kilo schweren Tonne hat sie gut 18 Meter in die Luft gehoben. Ein kleiner Atomsprengsatz, etwa in der Hiroshima-Größenordnung, würde etwa 27 Millionen Mal so viel Energie freisetzen. Also ein geeigneter Antrieb für interplanetare oder interstellare Reisen. Wegen der gewaltigen Explosionen, die ein Orion-Antrieb erfordert, bräuchte man an der Hinterseite des Raumschiffes eine dicke Metallplatte, die den Schub der Explosion absorbieren würde. Und eine Reihe von Stoßdämpfern, um zu verhindern, dass die Crew jedes Mal durch die Gegend geschleudert wird. Die maximale Geschwindigkeit eines per Kernspaltung betriebenen Raumschiffs? Etwa 5% der Lichtgeschwindigkeit. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System? Etwa 90 Jahre. Trotz seines leistungsstarken Antriebs ist das per Kernspaltung betriebene Raumschiff langsamer als ein Sonnensegel. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, müsste man sich eine andere, noch stärkere Kernreaktion zunutze machen. Kernspaltung benutzen wir seit Jahrzehnten, um Energie zu erzeugen. Es gibt jedoch noch eine andere Atomtechnologie, und das ist die Kernfusion. Kernfusion ist die Energiequelle der Sonne. Im Kern der Sonne herrschen hohe Temperaturen und die Atome bewegen sich so schnell, dass sie gegeneinander stoßen, wodurch neue Elemente entstehen und Energie freigesetzt wird. Kernfusion ist das Gegenteil von Kernspaltung. Diese Art von Energie wird produziert, wenn zwei Atomkerne miteinander verschmelzen und einen einzelnen, schwereren Atomkern bilden. Das Ergebnis ist eine gewaltige Freisetzung an Energie. Ein durch Kernfusion betriebenes Raumschiff wurde in den 1970ern erforscht. Es war das sogenannte Projekt Daedalus. Die Mission sah eine Reise zu Barnards Pfeilstern vor, der etwa 5,9 Lichtjahre entfernt ist. Anstatt mit Atombomben erzeugt das fusionsbetriebene Raumschiff seinen Antrieb an Bord, in einer Reaktionskammer. Die Treibstoffpellets für das Daedalus-Raumschiff bestanden aus einer Deuterium-Helium-3-Mischung, die man durch sogenannte relativistische Elektronenstrahlen gezündet hätte. Das sind extrem energiereiche Elektronen, mit denen man Pellets beschießt, wodurch sie miteinander verschmelzen und eine gewaltige Menge an Energie freigesetzt wird. Die Daedalus-Konstruktion verlangte, dass jede Sekunde 250 dieser Pellets freigesetzt werden mussten, und das über 2 Jahre lang. Das Raumschiff hätte 55.000 Tonnen gewogen. Das zusätzliche Gewicht bei so einem Raumschiff wäre sehr groß. Doch eine fortschrittliche Zivilisation könnte dieses Problem eliminieren, indem sie den nötigen Wasserstoff während ihrer interstellaren Reise abbaut. Deuterium oder schwerer Wasserstoff existiert in großen Mengen auf der Erde, vor allem im Meerwasser. Helium-3 ist ein sehr viel selteneres Isotop. In unserem Sonnensystem findet man es auf dem Mond und in großen Mengen auf dem Jupiter und Saturn. Wissenschaftler schlugen vor, riesige Wasserstoffschaufeln zu benutzen, um das Helium-3 einzusammeln, das man für die Durchquerung des Weltraums braucht. Wenn man ein Kernfusionsraumschiff hat, ist es vorstellbar, dass man damit zu einem anderen Stern reist und den dortigen Wasserstoff nutzt, um wieder aufzutanken. So ein autarkes, auf Kernfusion basierendes Raumschiff hätte das Gewichtsproblem umgangen und könnte Geschwindigkeiten erreichen, die es erlauben, nahegelegene Sterne in einem vernünftigen Zeitrahmen zu erforschen. Die Maximalgeschwindigkeit eines durch Kernfusion betriebenen Raumschiffs? Bis zu 15% der Lichtgeschwindigkeit. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System etwa 35 Jahre. Die immensen Kosten, die Logistik und politische Erwägungen brachten die Menschheit schon vor langer Zeit dazu, alle Pläne für atombetriebene Raumschiffe aufzugeben. Eine ausreichend hochentwickelte Gesellschaft könnte allerdings den Atomantrieb durch etwas ersetzen, das wie ein unmögliches Paradoxon erscheint. Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, ohne sich überhaupt zu bewegen. Können UFOs tatsächlich die immensen Geschwindigkeiten erreichen, die für interstellare Reisen notwendig sind? Eine mögliche Antwort darauf könnte gut 9 Meter unter der Erde im Herzen Amerikas begraben sein. Im Fermilab Tevatron Collider
in der Nähe von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Hier werden Protonen und Antiprotonen in entgegengesetzte Richtungen abgeschossen und bis knapp unter Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um sich dann in einer Hochenergiekollision zu treffen. Bei dem Zusammenstoß entstehen Gammastrahlen, die effektivste Energiequelle, die wir im Universum kennen, und potenziell der Schlüssel zu interstellaren Reisen. Die beste Art, um Antimaterie hier auf der Erde herzustellen, liefert die wohl berühmteste Gleichung Einsteins, nämlich E gleich mc Quadrat. Sie besagt, dass wir Materie in Energie umwandeln können. Das ist eine großartige Idee, weil sie unglaublich effizient ist. Man nimmt all die Masse dieser Partikel und wandelt sie in Energie um. Existiert Antimaterie im Universum oder müssen wir sie künstlich herstellen? Das ist die Frage, die uns Stefan H. aus Philadelphia per SMS gestellt hat. Antimaterie existiert und wenn sie auf normale Materie trifft, explodiert sie, wobei es zu einem Ausbruch elektromagnetischer Strahlung kommt. Wir können kleine Mengen Antimaterie herstellen, aber wir können sie auch aus dem Weltraum sammeln. Einige kosmische Strahlen, die aus geladenen, sehr energiereichen Partikeln bestehen und aus dem All zu uns gelangen, bestehen aus Antimaterie. Teilchenbeschleuniger wie das Tevatron oder der des CERN sind die einzige Möglichkeit, Antimaterie herzustellen. Und bisher können nur sehr kleine Mengen davon erzeugt werden. Wenn wir eine Möglichkeit finden würden, genug Antimaterie zu erzeugen und zu lagern, hätten wir einen Treibstoff, der, wenn man ihn mit normaler Materie mischen würde, eine gewaltige Energiemenge freisetzen würde. In einer Größenordnung, die weit über das hinausgeht, was Kernspaltung oder Fusion leisten können. Weil wir wissen, dass Antimaterie existiert und sowohl hergestellt als auch gelagert werden kann, ist es auch denkbar, dass eine hochentwickelte Zivilisation ausreichende Mengen davon herstellen und sie für eine Antimaterie-Rakete nutzen könnte. Ein Antimaterie-Raumschiff könnte unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen und sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das heißt, es wäre beinahe so schnell wie ein durch die Galaxie rasender Lichtstrahl eines Sterns. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System, das 4,5 Lichtjahre entfernt ist, etwa 5 Jahre. Nach menschlichem Maß sind die Herstellungskosten für ausreichende Mengen Antimaterie, um damit so ein Raumschiff anzutreiben, astronomisch. Vielleicht ist es für Außerirdische erschwinglich. Aber ein Antimaterie-Raumschiff fordert auch noch in anderer Hinsicht einen hohen Preis. Die Gammastrahlen des Antimaterie-Antriebs sind so gefährlich, dass sie die Zellstruktur aller Lebewesen an Bord des Raumschiffes zerstören könnten. Man bräuchte also unbedingt einen hochentwickelten Schildmechanismus, um die Mannschaft am Leben zu erhalten. Außerdem lauern bei so hohen Geschwindigkeiten noch weitere verheerende Gefahren im Universum. Der Weltraum ist ziemlich leer, doch wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, braucht man einen extrem effektiven Schutzschild, um sich vor den interstellaren Staubpartikeln zu schützen, die ein so schnelles Raumschiff völlig zerstören könnten. Wenn Weltraumpartikel und Trümmer so gefährlich sind, warum sie nicht einfach ganz vermeiden? Star Trek-Fans dürfte diese Lösung bereits vertraut sein. Ein Raumschiff, das Lichtgeschwindigkeit erreicht, ohne sich überhaupt zu bewegen. Man würde eine sogenannte Warp-Blase erzeugen. Der Name stammt tatsächlich aus der Science Fiction. Das heißt, man würde das Raumzeitgebiet vor dem Raumschiff zusammenpressen und hinter dem Raumschiff ausdehnen, während das Raumschiff selbst völlig bewegungslos in dieser flachen Blase sitzt. Man würde im Grunde auf einer Welle der Raumzeit surfen. Der Warp-Antrieb mag auf den ersten Blick wie pure Science Fiction erscheinen. 1994 veröffentlichte ein hoch angesehener junger Physiker namens Miguel Alcubierre allerdings einen ernstzunehmenden Aufsatz, in dem er darlegte, wie man in einer kontrollierbaren Raumverwerfung reist. Alcubierres Warp-Antriebskonzept hat allerdings noch einige gewaltige Hindernisse zu bewältigen. Das größte ist die sogenannte dunkle Energie.
Ein kosmisches Phänomen, dessen Existenz durch drei Wissenschaftler bewiesen wurde, die dafür 2011 den Nobelpreis verliehen bekamen. Die einfachste Erklärung, die für das Phänomen der dunklen Materie vorgeschlagen wurde, ist, dass der Weltraum selbst die immanente Eigenschaft hat, sich ausdehnen zu wollen. Man kann das sehen, wenn man sich die äußeren, weit entfernten Teile des Universums ansieht. Dort gibt es eine zusätzliche Beschleunigung. Es ist jedoch keine lagerfähige Energiequelle wie Solarenergie oder andere Arten von Energie. Es ist also nicht undenkbar, nicht jenseits des Möglichen, dass eine irgendwo im Universum existierende, hochentwickelte Zivilisation gelernt hat, wie sie dunkle Energie nutzbar machen kann, um sie für eine exotische Antriebsform zu verwenden. Es gibt noch ein weiteres Hindernis für einen funktionstüchtigen Warp-Antrieb. Der einzig bekannte Weg, um ein Raumschiff innerhalb einer Warp-Blase voranzuziehen, setzt voraus, dass man die gewaltige Energie eines schwarzen Lochs zur Verfügung hat und nutzbar machen kann. Vereinfacht gesagt läuft es so. Man muss irgendwie ein Stück sehr konzentrierte Materie herstellen. So extrem konzentriert, dass es ein schwarzes Loch entstehen lassen würde. Und wenn man es schafft, ein schwarzes Loch in kleinem Maßstab herzustellen, kann man es quasi vor dem Schiff fixieren und seine Raumverzerrung dafür nutzen, das Raumschiff vorwärts zu ziehen. Und wie schnell genau könnte ein Warp-Antrieb ein außerirdisches Raumschiff fortbewegen? Alcubierres Arbeit impliziert ganz klar, dass, wenn man so einen Warp-Antrieb konstruieren könnte, Geschwindigkeiten erreicht werden würden, die ein Vielfaches der Lichtgeschwindigkeit betragen. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System an Bord eines Warp-Raumschiffs, das mit Lichtgeschwindigkeit reist? Etwa 4,5 Jahre oder weniger, solange nicht alle an Bord verbrennen. Ein Problem mit dem Alcubierre-Antrieb ist, dass innerhalb der Warp-Blase Temperaturen entstehen, die noch höher sind als die im Kern unserer Sonne. Das ist ein weiteres kleines Problem, das gelöst werden muss, um den Planeten Erde zu erreichen. Doch was, wenn so ein außerirdisches Raumschiff, das sich in einer Warp-Blase fortbewegt und von einem schwarzen Loch gezogen wird, tatsächlich in der Erdatmosphäre auftauchen sollte? Es wäre nicht die erste UFO-Sichtung mit Massen von Augenzeugen, aber ganz bestimmt die letzte. März 1997. Tausende Menschen werden Zeugen eines optischen Phänomens, das sich am Himmel Arizonas bewegt. Es gibt zahlreiche Berichte über eine Reihe von hellen Lichtern in geometrischen Mustern, darunter eine ganze Reihe von Sichtungen über Phoenix, von einem angeblich bis zu 1,5 Kilometer breiten Flugkörper mit abwechselnd blinkenden Lichtern. Meine Rekonstruktion der Ereignisse dieses Abends lautet, die Lichter der Phoenix Lights waren höchstwahrscheinlich Leuchtraketen, die von einer A-10-Maschine der Air Force abgeworfen wurden. Die Menschen haben, wenn sie so etwas sehen, die Neigung, sich eine feste Form vorzustellen, die die einzelnen Punkte miteinander verbindet. Für viele waren die Phoenix Lights ein eindeutiger Beweis, dass ein riesiges außerirdisches Raumschiff zur Erde gekommen war. Manche nannten es ein Mutterschiff. Das Konzept eines Mutterschiffs ist ein fundamentaler Bestandteil der Theorien über Besuche Außerirdischer. Es ist die einzige Möglichkeit, die gewaltigen Distanzen des interstellaren Raums zu überwinden. Der Begriff Mutterschiff entstand etwa zur gleichen Zeit wie der Begriff fliegende Untertasse. Zugrunde lag die Vorstellung, dass man eine interstellare Reise nicht in einem Ein-Mann-Raumschiff unternehmen kann. Man braucht etwas wirklich Großes. Eine passende irdische Analogie zum Mutterschiff wäre ein Flugzeugträger. Er legt gewaltige Entfernungen über die Ozeane zurück und sein Zweck ist es, kleinere Flugzeuge zu transportieren, die von ihm aus zu einzelnen Missionen starten können. Wenn die Reise zur Erde lange dauert, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende, wäre das Mutterschiff noch weit mehr als nur ein Flugzeugträger. Es gibt das Konzept des Generationenschiffs, einer Arche. Das ist ein sehr großes Raumschiff, das ein geschlossenes Ökosystem ist, in dem während der langen Reise zum Bestimmungsort ganze Generationen von Passagieren geboren werden, altern und sterben.
Mit Verfahren wie dem Kälteschlaf könnten biologische Alien-Passagiere vielleicht zuerst in Schlaf versetzt und am Ende der langen Reise wiederbelebt werden. So eine Reise zu überleben, würde auch heißen, die zerstörerische Energie zu überstehen, die das Raumschiff antreibt. Eine äußerst logische Konstruktionslösung, ein zigarrenförmiges Mutterschiff, ist genau das, was viele UFO-Augenzeugen behaupten, gesehen zu haben. Mit jedem fortschrittlichen Antriebssystem würde man die Crew so weit wie möglich entfernt vom Antrieb platzieren. Eine mögliche Konstruktion wäre daher ein sehr langes, dünnes Schiff, bei dem der Antrieb an einem Ende liegt und der Mannschaftsbereich ganz am anderen Ende, beides verbunden durch irgendeine Verbindungskonstruktion. So könnte man Schäden durch Hochenergie-Neutronen, Röntgenstrahlen oder Gammastrahlen des Antriebs vermeiden. Wenn solche Archen tatsächlich den Planeten Erde besucht hätten, wären die Beweise überwältigend und eindeutig. Was all diese exotischen und hochentwickelten Antriebsverfahren gemeinsam haben, ist, dass sie gewaltige Mengen an Energie abstrahlen. Deshalb könnten wir sie auch schon Lichtjahre entfernt sehen, so wie das Signalfeuer eines Leuchtturms. Die konzentrierte Emission von Röntgen, Gammastrahlen oder subatomaren Partikeln wäre verdächtig, weil wir so etwas in unserer Umgebung unter normalen Umständen nicht sehen. Zu den offensichtlichen visuellen Beweisen kämen noch die physikalischen Effekte. Ein Mutterschiff, das sich so weit der Erdoberfläche nähert, könnte eine regelrechte Apokalypse auslösen. Falls diese außerirdische Zivilisation, aus welchen Gründen auch immer, beschließt, ihren Antrieb nicht auszuschalten, könnte das katastrophale Auswirkungen auf das irdische Leben haben. Bei einem Warp-Antrieb würden wir hier von einer Raumverzerrung sprechen. Damit sollte man nicht in die Nähe einer größeren Masse wie unserem Planeten kommen. Alle bisherigen Besuchsszenarien gehen davon aus, dass Außerirdische bereit sind, ihr eigenes Leben auf interstellaren Reisen zu riskieren. Es könnte allerdings noch eine bessere Möglichkeit geben. Sie könnten zu Hause bleiben und den Kosmos mit Hilfe intelligenter Maschinen erforschen. Für überzeugte UFO-Gläubige ist der Roswell-Vorfall im Sommer 1947 in puncto Kontakt mit Außerirdischen das entscheidende Ereignis der Menschheitsgeschichte. Das Detail vom angeblichen UFO-Absturz, das sich am längsten hielt und ein fester Bestandteil der Popkultur wurde, stammte aus den Beschreibungen der außerirdischen Leichen, die man angeblich an der Absturzstelle fand. In den folgenden Jahrzehnten wurde diese Vorstellung von den Außerirdischen, den sogenannten Grauen, der akzeptierte Standard in der Science-Fiction und den immer wieder auftauchenden Berichten über Begegnungen mit Außerirdischen. Die übergroßen Köpfe könnten ein Merkmal erklären, das man in der Alien-Biologie erwartet. Größere Intelligenz. Die größeren Schädel würden Platz für größere und höher entwickelte Gehirne als unsere bieten. Um die Herausforderungen interstellarer Reisen zu meistern, wäre eine hohe Intelligenz vonnöten. Könnte es vielleicht noch etwas erfordern, das jenseits der organischen Biologie liegt? Ein Bereich der Science-Fiction, bei dem wir unter Umständen einen großen Fehler machen, ist anzunehmen, dass die Außerirdischen lebende Wesen sind. Ich denke, dass Organismen, die in der Lage sind, zwischen den Sternen herumzureisen, eine Menge Möglichkeiten offenstehen. Eine davon, die auch immer wieder in der Science-Fiction auftaucht, wären intelligente Maschinen. Laut dem sogenannten Mooreschen Gesetz verdoppelt sich die Anzahl der Transistoren auf einem Computerchip alle 18 Monate, was bedeutet, dass sich die Verarbeitungsgeschwindigkeit verdoppelt. Dieser Trend hält bereits seit mehr als einem halben Jahrhundert an und man geht davon aus, dass es noch bis 2020 oder sogar länger so weitergeht. Der exponentielle Anstieg der Geschwindigkeit öffnet eine Tür zu etwas, das schon lange ein fester Bestandteil der Science Fiction ist. Künstliche Intelligenz. Wenn man eine denkende Maschine erfindet, ist diese 100 Jahre später nicht nur intelligenter als man selbst, sondern intelligenter als alle Menschen, die jemals gelebt haben.
Das ist der Unterschied zwischen künstlicher Intelligenz und menschlicher Intelligenz. Sie kann sich viel schneller weiterentwickeln. Die KI-Form, die uns am bedrohlichsten und gleichzeitig am vielversprechendsten erscheint, ist die Art, die genau das tun kann, was unsere Gehirne tun können, die also auf die gleiche Weise wie wir denken kann. Im Artificial Intelligence Laboratory der Stanford University rückt die Zukunft wahrhaft intelligenter Maschinen jeden Tag näher. Einiges ist an der KI schwierig. Wir wissen bisher nicht, wie wir Computer dazu bringen können, so effektiv wie Menschen zu lernen. Unsere Computer sind einfach noch nicht so schnell, wie wir sie gerne hätten, um die Lernprozesse im menschlichen Gehirn zu simulieren. Um künstliche Intelligenz im Frühstadium zu demonstrieren, haben Stanford-Studenten einen Kampfroboter entwickelt, der lernt, während er kämpft. Jetzt versucht er, sich zu verteidigen. Er reagiert auf ihre Bewegungen. Je nachdem, wie sie ihr Schwert bewegen, passt sich der Roboter an ihre Bewegungen und ihr Verhalten an. Auf dem Weg zu wirklicher künstlicher Intelligenz, wo stehen da solche Roboter wie dieser, Thorsten? Wir verwenden hier KI-Methoden, wie Lernmethoden, mit deren Hilfe sich der Roboter an seine Umgebung anpasst. Wir sind noch immer nicht in dem Stadium, wo der Roboter wirklich denkt. Computer sind noch immer weit weniger intelligent als die meisten Menschen. Ich gehe jedoch davon aus, dass sie das Niveau menschlicher Intelligenz erreichen und vielleicht übertreffen werden. Falls das der Fall sein sollte, müssen Sie sich vorstellen, dass jeder von uns in seiner Brieftasche oder seinem Handy einen Computer hat, der so klug wie Einstein ist oder sogar noch klüger. Wie würde sich unsere Zivilisation verändern? So fortschrittlich, wie er auf der Erde erscheint, im Vergleich zu den intelligenten Maschinen, die ein interstellares Raumschiff fliegen könnten, ist der fechtende Roboter nur ein primitiver Abklatsch. Die gewaltigen Hindernisse der Weltraumreisen, wie der Zeitrahmen und die kosmischen Gefahren, liefern starke Argumente, dass der erste Kontakt mit einer Gruppe intelligenter Maschinen stattfinden wird. Falls interstellare Reisen tatsächlich stattfinden, erscheint es mir vernünftig, keine biologischen Wesen zu schicken. Sie sind zerbrechlich und haben eine begrenzte Lebensdauer. Die NASA schickt Robotersonden los, um das Sonnensystem zu erforschen, bevor sie Menschen entsendet. Eine außerirdische Zivilisation könnte ebenso Robotersonden senden. Biologische Wesen oder KI-Superwesen? Unsere Vorstellung von Außerirdischen wird bis zu einem ersten Kontakt bloße Spekulation bleiben. Wie lange werden wir warten müssen? Und trotz des bisherigen Mangels an handfesten Beweisen, wie wahrscheinlich ist die Existenz anderer intelligenter Zivilisationen? Einige halten es für äußerst wahrscheinlich, dass es im Universum vor Leben nur so wimmelt. Die Galaxie existiert schon sehr lange. Das Sonnensystem auch, aber die Galaxie noch viel länger. Viele ihrer Sterne sind viel älter als unsere Sonne. Falls es da draußen Zivilisationen gibt, ist es also gut möglich, dass sie viel älter als die unsrige sind. Wenn sie schon seit 100.000 Jahren existieren, stehen die Chancen sehr gut, dass sie gelernt haben, entweder über den interstellaren Raum hinweg zu kommunizieren oder ihn zu bereisen. Bis es zu einem ersten Kontakt kommt, wird die Menschheit weiter den Himmel nach UFOs absuchen. Bisher gibt es keine Beweise, dass eines von ihnen ein außerirdisches Raumschiff war. Das schließt jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass die Menschheit eines Tages Hinweise auf eine intelligente Zivilisation entdeckt. Entweder in den unendlichen Weiten des Weltraums oder sehr viel näher an unserer Heimat. Am Anfang war Dunkelheit und dann der Urknall. Die Geburt eines sich unendlich ausdehnenden Gefüges aus Zeit, Raum und Materie. Jeden Tag enthüllen uns neue Entdeckungen weitere rätselhafte, irrwitzige und tödliche Geheimnisse eines Ortes, den wir das Universum nennen. Tausende Zeugen haben behauptet, UFOs gesehen zu haben. Und ihre Berichte sind oft auffallend ähnlich. Die Zutaten? Ein abgestürztes UFO, einige Leichen und Vertuschung durch die Regierung. Die anerkannte Wissenschaft sagt, dass es solche Beweise nicht gibt. Es ist ein großer Sprung von einem UFO zu einem außerirdischen Raumschiff.
Falls UFOs tatsächlich außerirdische Raumschiffe sind, welche Technologien würden wir dann unter ihrer Motorhaube finden? Man bräuchte eine Technik, um den Trägheitseffekt aufzuheben. Welche Wahrheiten stecken hinter unbekannten Flugobjekten und interstellaren Reisen? Für Millionen von UFO-Gläubigen nahm alles am 24. Juni 1947 seinen Anfang. Ein Geschäftsmann und Pilot namens Kenneth Arnold ist alleine in seinem Flugzeug in der Nähe des Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington unterwegs. Plötzlich sieht er eine Gruppe von 9 Fluggeräten, die sich unglaublich schnell fortbewegen. Sie hatten eine reflektierende Oberfläche, flogen mit Überschallgeschwindigkeit in Formation und änderten abrupt den Kurs. Solche Geschwindigkeit war damals unmöglich. Das war vor dem Zeitalter der Jets. Als ausgebildeter Pilot tat er einiges, um zu prüfen, ob er nicht nur irgendeinen atmosphärischen Effekt sah. Er veränderte den Winkel seines Kopfes und den seines Flugzeugs. Er positionierte das Flugzeug so, dass er im Hintergrund der Objekte weißen Schnee hatte. Sie erschienen dunkel vor der hellen Oberfläche. Bevor Arnold sich ihnen nähern kann, sind die Objekte verschwunden. So etwas hatte es in der Moderne noch nie gegeben. Niemand hatte etwas derartiges gesehen. Arnold gab Presseinterviews, in denen er versuchte, den Vorfall zu erklären. Doch er wurde falsch zitiert. Eigentlich sagte er nur, dass sie sich wie Untertassen, die übers Wasser springen, bewegten. Die Zeitungen gaben das falsch wieder und schrieben, dass sie wie Untertassen ausgesehen hätten. Der Begriff fliegende Untertasse ist geboren. Arnolds Erlebnis gibt den Startschuss für weitere UFO-Sichtungen. Ein paar Wochen später, im Sommer 1947, kommt es dann zum wohl berühmtesten Vorfall. Berichte über ein unbekanntes Flugobjekt nahe Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Roswell wurde das Aushängeschild aller UFO-Sichtungen, weil es alle nötigen Zutaten bot. Eine abgestürzte Untertasse, darin einige Leichen, Vertuschung durch die Regierung und es gab Vertuschungsversuche. Die Behörden haben falsch informiert. Im ursprünglichen Bericht der Air Force hieß es, dass es eine fliegende Untertasse außerirdischen Ursprungs sei. Kurz danach wurde behauptet, dass es ein abgestürzter Wetterballon gewesen sei, der weder Passagiere an Bord gehabt, noch irgendetwas mit Außerirdischen zu tun gehabt hätte. Andere Augenzeugen behaupteten, Teile des abgestürzten Raumschiffes gesehen zu haben. Angeblich aus Materialien, die der Wissenschaft unbekannt waren. Arnolds Sichtung und der Roswell-Vorfall wurden nie offiziell bestätigt und sind bis heute höchst umstritten. Jedes Jahr gibt es tausende Berichte über Sichtungen, meist über Objekte am Himmel, von denen die Augenzeugen annehmen, dass es außerirdische Raumschiffe sind, sogenannte UFOs. Das U ist entscheidend, es steht für unbekannt. Ich habe selbst schon gesehen, dass ein helles Licht am Horizont auftauchte und dann in den Wolken davonschoss. Streng genommen war das ein UFO, doch es ist ein großer Sprung zwischen einem UFO und einem außerirdischen Raumschiff. Wissenschaftler argumentieren, dass die meisten UFO-Phänomene entweder irdischen Ursprungs sind, wie Satelliten, Ballons und Flugzeuge. Oder kosmischen Ursprungs, wie Meteore, Kometen oder der besonders hell strahlende Planet Venus. Wenn es für eine UFO-Sichtung jedoch keine Erklärung gibt, könnte es dann nicht doch ein außerirdisches Raumschiff sein? Und wenn ja, welche Techniken könnten das Verhalten erklären, von dem die Augenzeugen immer wieder berichten? Wie wäre so ein Raumschiff gebaut? Und welche Probleme müssen sie dabei überwinden? Ein Großteil des Verhaltens der UFOs, von dem Leute berichten, liegt jenseits unseres Stands der Physik. Extreme Geschwindigkeit und Beschleunigung, extrem schnelle Wenden. Dinge, zu denen wir nicht in der Lage sind, ohne dem Piloten Schaden zuzufügen oder das Fluggerät zu zerstören.
Die Augenzeugenberichte über extreme Beschleunigungen, blitzschnelle Wendemanöver und plötzliche Stopps scheinen gegen die uns bekannten Naturgesetze zu verstoßen. Vielversprechenderer Kandidat. Ein Umstand, der den modernen Militärflugzeugdesignern wohl bekannt ist. Der Prozentsatz der UFO-Sichtungen, die von einem keilförmigen Fluggerät berichten, hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Ein Trend, der das Aufkommen von Jets mit gepfeiltem Flügel und nur Flügeldesigns wie den B-2 Stealth Bomber widerspiegelt. Die Formen haben sich verändert. In jüngster Zeit sind sie häufiger keilförmig. Die Berichte neigen also dazu, den fortschrittlichsten Flugzeugen zu entsprechen. Neben der Fortbewegungsart und Form muss sich jeder Erklärungsversuch der UFO-Wissenschaft auch mit den Geräuschen der UFOs befassen. Genauer gesagt, dem Fehlen von Geräuschen. In UFO-Berichten heißt es immer wieder, dass sich die Objekte völlig geräuschlos fortbewegen. Bei fast allen Sichtungen gibt es kein Geräusch, obwohl man genau das von jedem Fluggerät, das sich schnell in der Erdatmosphäre fortbewegt, erwarten würde. Man würde es hören. Es kommt dabei zu einem sogenannten Überschallknall. Das ist eine spezielle Druckwelle, die zusammen mit dem Flugzeug durch die Atmosphäre rast. Wenn man am Boden diesen lauten Überschallknall hört, ist das Resultat des Druckunterschieds, der zwischen dem vorderen und dem hinteren Ende des Flugzeugs herrscht, während es durch die Atmosphäre schießt. Könnte ein außerirdisches Raumschiff diese enorme Druckwelle, die beim Überschallflug entsteht, irgendwie neutralisieren? Die Antwort könnte in einer Technologie liegen, die bei der neuesten digitalen Kopfhörergeneration mit aktiver Geräuschunterdrückung Anwendung findet. Es gibt so eine Geräuschunterdrückung. Dabei sucht man aus, welches Geräusch man unterdrücken will und sendet dann das invertierte Geräusch, um es zu neutralisieren. Mir ist allerdings keine Technik bekannt, die in der Lage ist, das Gleiche mit Druckwellen zu tun. Um den ohrenbetäubenden Effekt des Überschallknalls zu neutralisieren, wären hochentwickelte technische Fertigkeiten vonnöten. Wenn wir schon über Geräuschlosigkeit sprechen, was ist mit Unsichtbarkeit? Einige Augenzeugen behaupten, dass sich die UFOs einfach in Luft auflösten. Eine vielversprechende Methode, die gegenwärtig erforscht wird, könnte so ein Phänomen tatsächlich erklären. Man forscht derzeit an einer Technik, die Gegenstände visuell verändern könnte. Dabei arbeitet man mit Lichtkrümmung. Es geht hier um die Klasse der sogenannten Metamaterialien. Ein populäres Beispiel wäre der Tarnumhang in den Harry Potter-Filmen. Metamaterialien nutzen Kombinationen aus Polymersubstraten, Gold und Kupfer, um elektromagnetische Wellen gewaltsam Könnten Außerirdische vielleicht einen Weg gefunden haben, diese Gesetze zu umgehen? Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Trägheitsprinzip. Es wurde zuerst von Isaac Newton formuliert und besagt, dass ein Objekt in Ruhe oder in Bewegung so lange in Ruhe oder Bewegung bleibt, bis eine Kraft von außen darauf einwirkt. Um solche völlig verrückten Veränderungen der Trägheit zu erreichen, müsste man auf das Objekt mit einer gewaltigen Kraft einwirken. Folgt man dieser Logik, heißt das: Ein Kampfpilot, der sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegt und bei unverminderter Geschwindigkeit versucht, eine 90-Grad-Wende zu machen, würde Kräften in der Größenordnung von fast 300 G ausgesetzt sein. Der höchste Wert, den ein menschlicher Pilot in einem Druckanzug aushalten kann, ohne ohnmächtig zu werden, liegt bei etwa 10 G. Wenn die Physiologie eines außerirdischen Piloten auch nur annähernd der eines Menschen ähneln sollte, würde er bei einem 300-G-Manöver sofort sterben. Seine inneren Organe würden sich weiter vorwärts bewegen und gegen das Skelett schmettern. Falls sie uns ähnlich wären, gäbe es die Möglichkeit, dass sie sich eine spezielle Flüssigkeit in den Körper injizieren, um das Problem mit den inneren Organen zu lösen. Wenn sie ausreichend fixiert und abgepolstert wären, würde es bei den Beschleunigungen und Stopps auch keine inneren Schäden geben. Um den Trägheitseffekten auf das Raumschiff selbst entgegenzuwirken, könnten die Piloten vielleicht eine Technik einschalten, die für uns Menschen heute noch nicht erreichbar ist. Um die Effekte einer 300-G-Wende zu neutralisieren und nicht von dieser Menge an Kraft zerquetscht zu werden, bräuchte man ein Gerät, das die Auswirkungen der Trägheit neutralisieren kann. Das Gerät müsste die Gravitationskraft manipulieren, indem es eine Art Kraftfeld aufbaut,
mit dem es die Gravitationskräfte, die das gesamte Universum beherrschen, neutralisieren kann. Dieses Gerät könnte man anschalten, wenn man es braucht, und danach wieder abschalten. Oder es würde auch automatisch an- und ausgehen. Diese Hightech ist für uns nicht in Sicht. Auch wenn die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wie diese Fluggeräte das tödliche Problem der Trägheit überwinden könnten, kann sie vielleicht dabei helfen, ihre Form zu erklären. Insbesondere die berühmteste Form von allen, die fliegende Untertasse. Ende der 1950er testete die US Air Force die sogenannte Avrocar. Die Konstruktion war jedoch äußerst instabil und hatte kaum aerodynamische Vorteile. Was bewies, dass untertassenförmige Fluggeräte in der Erdatmosphäre keine hohen Geschwindigkeiten erreichen können. Der Delta-Flügel oder die Keilform ist ein weites Objekt herum zu krümmen. Das Licht wird um das Objekt herum geleitet, anstatt von ihm reflektiert oder gebrochen zu werden. Fortschrittliche Materialien, Stealth-Technik und rasante Manövrierfähigkeit würden allerdings gar nichts nützen, wenn unsere Besucher nicht in der Lage wären, es überhaupt zur Erde zu schaffen. Die Chancen, dass eine andere Zivilisation es schafft, uns zu besuchen, sind winzig. Wenn sie es schaffen, würde das bedeuten, dass sie viele Probleme gelöst haben. Sie hätten Techniken, die unsere übertreffen oder sogar über das hinausgingen, was wir uns gegenwärtig vorstellen können. Die Wissenschaft kann sich derzeit zumindest einige Verfahren vorstellen, mit denen es möglich wäre, die scheinbar unüberbrückbaren Distanzen zwischen den Sternen zu überwinden. Darunter eine explosive Antriebsquelle, die so verheerend ist, dass wir die Besucher schon kommen sehen würden, wenn sie noch Lichtjahre entfernt wären. Es gab in den letzten Jahrzehnten zahllose Berichte über UFO-Vorfälle überall auf der Erde. Nicht alle Sichtungen fanden dabei auf der Oberfläche unseres Planeten statt. Am 19. Juli 2009 berichteten Zuschauer einer NASA-Videoübertragung vom Space Shuttle Endeavour, dass sie über dem mechanischen Arm des Shuttles ein kreisförmiges Objekt schweben sahen. Derartige UFO-Sichtungen im Weltraum gab es angeblich immer wieder in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Unspezifizierte kosmische Phänomene? Oder ein Hinweis darauf, dass riesige außerirdische Raumschiffe durch die Milchstraße kreuzen? Weltraumreisen zwischen den Sternen, das ist doch Science Fiction, oder? Man sieht es jeden Abend im Fernsehen. Aber wären wir oder irgendeine Spezies tatsächlich dazu in der Lage? Die Entfernungen sind gewaltig. Interstellare Reisen widersprechen jedoch nicht den Gesetzen der Physik. Man kann es nicht ausschließen und sagen, es ist absolut unmöglich, dass sie hierher kommen. Es ist nur sehr schwierig. Schon die Reise von der Erde zu unserem nächsten benachbarten Sternensystem Alpha Centauri, das knapp 4,5 Lichtjahre entfernt ist, ist selbst für unsere leistungsstärksten Raketen unmöglich. Falls eine fortschrittliche Zivilisation aus einem fernen Sternensystem uns besuchen würde, können wir ausschließen, dass sie mit chemisch betriebenen Raketen hierher kommen. Mit einem chemischen Antrieb kommt man im Sommer. Am Anfang war Dunkelheit und dann der Urknall. Die Geburt eines sich unendlich ausdehnenden Gefüges aus Zeit, Raum und Materie. Jeden Tag enthüllen uns neue Entdeckungen weitere rätselhafte, irrwitzige und tödliche Geheimnisse eines Ortes, den wir das Universum nennen. Tausende Zeugen haben behauptet, UFOs gesehen zu haben. Und ihre Berichte sind oft auffallend ähnlich. Die Zutaten? Ein abgestürztes UFO, einige Leichen und Vertuschung durch die Regierung. Die anerkannte Wissenschaft sagt, dass es solche Beweise nicht gibt. Es ist ein großer Sprung von einem UFO zu einem außerirdischen Raumschiff. Falls UFOs tatsächlich außerirdische Raumschiffe sind, welche Technologien würden wir dann unter ihrer Motorhaube finden? Man bräuchte eine Technik, um den Trägheitseffekt aufzuheben. Welche Wahrheiten stecken hinter unbekannten Flugobjekten und interstellaren Reisen?
Für Millionen von UFO-Gläubigen nahm alles am 24. Juni 1947 seinen Anfang. Ein Geschäftsmann und Pilot namens Kenneth Arnold ist alleine in seinem Flugzeug in der Nähe des Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington unterwegs. Plötzlich sieht er eine Gruppe von 9 Fluggeräten, die sich unglaublich schnell fortbewegen. Sie hatten eine reflektierende Oberfläche, flogen mit Überschallgeschwindigkeit in Formation und änderten abrupt den Kurs. Solche Geschwindigkeit war damals unmöglich. Das war vor dem Zeitalter der Jets. Als ausgebildeter Pilot tat er einiges, um zu prüfen, ob er nicht nur irgendeinen atmosphärischen Effekt sah. Er veränderte den Winkel seines Kopfes und den seines Flugzeugs. Er positionierte das Flugzeug so, dass er im Hintergrund der Objekte weißen Schnee hatte. Sie erschienen dunkel vor der hellen Oberfläche. Bevor Arnold sich ihnen nähern kann, sind die Objekte verschwunden. So etwas hatte es in der Moderne noch nie gegeben. Niemand hatte etwas Derartiges gesehen. Arnold gab Presseinterviews, in denen er versuchte, den Vorfall zu erklären. Doch er wurde falsch zitiert. Eigentlich sagte er nur, dass sie sich wie Untertassen, die übers Wasser springen, bewegten. Die Zeitungen gaben das falsch wieder und schrieben, dass sie wie Untertassen ausgesehen hätten. Der Begriff fliegende Untertasse ist geboren. Arnolds Erlebnis gibt den Startschuss für weitere UFO-Sichtungen. Ein paar Wochen später, im Sommer 1947, kommt es dann zum wohl berühmtesten Vorfall. Berichte über ein unbekanntes Flugobjekt nahe Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Roswell wurde das Aushängeschild aller UFO-Sichtungen, weil es alle nötigen Zutaten bot. Eine abgestürzte Untertasse, darin einige Leichen, Vertuschung durch die Regierung und es gab Vertuschungsversuche. Die Behörden haben falsch informiert. Im ursprünglichen Bericht der Air Force hieß es, dass es eine fliegende Untertasse außerirdischen Ursprungs sei. Kurz danach wurde behauptet, dass es ein abgestürzter Wetterballon gewesen sei, der weder Passagiere an Bord gehabt, noch irgendetwas mit Außerirdischen zu tun gehabt hätte. Andere Augenzeugen behaupteten, Teile des abgestürzten Raumschiffes gesehen zu haben. Angeblich aus Materialien, die der Wissenschaft unbekannt waren. Arnolds Sichtung und der Roswell-Vorfall wurden nie offiziell bestätigt und sind bis heute höchst umstritten. Jedes Jahr gibt es tausende Berichte über Sichtungen, meist über Objekte am Himmel, von denen die Augenzeugen annehmen, dass es außerirdische Raumschiffe sind, sogenannte UFOs. Das U ist entscheidend, es steht für unbekannt. Ich habe selbst schon gesehen, dass ein helles Licht am Horizont auftauchte und dann in den Wolken davonschoss. Streng genommen war das ein UFO, doch es ist ein großer Sprung zwischen einem UFO und einem außerirdischen Raumschiff. Wissenschaftler argumentieren, dass die meisten UFO-Phänomene entweder irdischen Ursprungs sind, wie Satelliten, Ballons und Flugzeuge. Oder kosmischen Ursprungs, wie Meteore, Kometen oder der besonders hell strahlende Planet Venus. Wenn es für eine UFO-Sichtung jedoch keine Erklärung gibt, könnte es dann nicht doch ein außerirdisches Raumschiff sein? Und wenn ja, welche Techniken könnten das Verhalten erklären, von dem die Augenzeugen immer wieder berichten? Wie wäre so ein Raumschiff gebaut? Und welche Probleme müssen sie dabei überwinden? Ein Großteil des Verhaltens der UFOs, von dem Leute berichten, liegt jenseits unseres Stands der Physik. Extreme Geschwindigkeit und Beschleunigung, extrem schnelle Wenden. Dinge, zu denen wir nicht in der Lage sind, ohne dem Piloten Schaden zuzufügen oder das Fluggerät zu zerstören. Die Augenzeugenberichte über extreme Beschleunigungen, blitzschnelle Wendemanöver und plötzliche Stopps scheinen gegen die uns bekannten Naturgesetze zu verstoßen. Könnten Außerirdische vielleicht einen Weg gefunden haben, diese Gesetze zu umgehen? Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Trägheitsprinzip. Es wurde zuerst von Isaac Newton formuliert und besagt, dass ein Objekt in Ruhe oder in Bewegung so lange in Ruhe oder Bewegung bleibt, bis eine Kraft von außen darauf einwirkt. Um solche völlig verrückten Veränderungen der Trägheit zu erreichen, müsste man auf das Objekt mit einer gewaltigen Vorstellen, mit denen es möglich wäre, die scheinbar unüberbrückbaren Distanzen zwischen den Sternen zu überwinden.
darunter eine explosive Antriebsquelle, die so verheerend ist, dass wir die Besucher schon kommen sehen würden, wenn sie noch Lichtjahre entfernt wären. Es gab in den letzten Jahrzehnten zahllose Berichte über UFO-Vorfälle überall auf der Erde. Nicht alle Sichtungen fanden dabei auf der Oberfläche unseres Planeten statt. Am 19. Juli 2009 berichteten Zuschauer einer NASA-Videoübertragung vom Space Shuttle Endeavour, dass sie über dem mechanischen Arm des Shuttles ein kreisförmiges Objekt schweben sahen. Derartige UFO-Sichtungen im Weltraum gab es angeblich immer wieder in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Unspezifizierte kosmische Phänomene? Oder ein Hinweis darauf, dass riesige außerirdische Raumschiffe durch die Milchstraße kreuzen? Weltraumreisen zwischen den Sternen, das ist doch Science Fiction, oder? Man sieht es jeden Abend im Fernsehen. Aber wären wir oder irgendeine Spezies tatsächlich dazu in der Lage? Die Entfernungen sind gewaltig. Interstellare Reisen widersprechen jedoch nicht den Gesetzen der Physik. Man kann es nicht ausschließen und sagen, es ist absolut unmöglich, dass sie hierher kommen. Es ist nur sehr schwierig. Schon die Reise von der Erde zu unserem nächsten benachbarten Sternensystem Alpha Centauri, das knapp 4,5 Lichtjahre entfernt ist, ist selbst für unsere leistungsstärksten Raketen unmöglich. Falls eine fortschrittliche Zivilisation aus einem fernen Sternensystem uns besuchen würde, können wir ausschließen, dass sie mit chemisch betriebenen Raketen hierher kommen. Mit einem chemischen Antrieb kommt man im Sonnensystem nicht sehr weit. Die am weitesten entfernte unserer Raumsonden ist Voyager 1, gestartet 1977. Sie fliegt seit 34 Jahren mit gut 61.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Trotzdem verlässt sie gerade jetzt erst unser Sonnensystem. Wenn ihr Ziel unser benachbartes Sternsystem Alpha Centauri wäre, würde sie 56.000 Jahre brauchen, um es zu erreichen. Um auf interstellare Missionen gehen zu können, die sich im Zeitrahmen der menschlichen Lebenserwartung bewegen, müssten wir die Reisegeschwindigkeit um den Faktor 1.000 erhöhen. Die Lichtgeschwindigkeit liegt bei atemberaubenden 299.792 Kilometern pro Sekunde. Ein Raumschiff, das zu anderen Sternensystemen reisen will, müsste einen beträchtlichen Prozentsatz dieser Geschwindigkeit erreichen, selbst wenn sein Ziel nur der nächstgelegene Stern wäre. Das größte Problem ist das Gewicht. Eine Rakete mit chemischem Antrieb müsste viel zu viel Gewicht tragen, weil sie ihre gesamten Treibstoffvorräte an Bord nehmen müsste. Um mit chemischem Raketentreibstoff nur 6% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, bräuchte man mehr Treibstoff, als insgesamt Masse im Universum existiert. Es ist also unmöglich, ein anderes Sternensystem mit chemischem Raketentreibstoff zu erreichen. Falls außerirdische Besuche überhaupt möglich sind, müsste Ihr Raumschiff erst einmal dieses Problem lösen. 2011 schickte die NASA mit NanoSail D2 ihr erstes Sonnensegel in eine Umlaufbahn um die Erde. Das ultradünne, knapp 10 Quadratmeter große Segel nutzt Sonnenlicht oder besser Photonendruck als Antriebsquelle. Eine der unumgänglichen Begrenzungen des Raketenantriebs ist, dass jede Rakete ihren Treibstoff mit sich führen muss. Ein Sonnensegel kann dagegen die natürlich vorkommenden Ressourcen nutzen, nämlich die Photonen, die von der Sonne abgegeben werden. Genauso kann ein Hängegleiter ohne jeden Treibstoff oder Motor auskommen, indem er die natürlichen Ressourcen unserer Umgebung nutzt, nämlich die Luft und die Gesetze der Aerodynamik. Um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, um ein bemanntes Raumschiff ziehen zu können, müsste das Segel riesig sein, bis zu hunderte Kilometer im Durchmesser. Weil der Photonendruck eines Sterns abnimmt, je weiter sich das Segel entfernt, haben Forscher vorgeschlagen, das Segel durch einen konzentrierten Laserstrahl mit Energie zu versorgen.
Irgendwann muss dieser und jeder andere Hängegleiter leider landen. Doch ein Sonnensegel, das seine Energie durch einen Laserstrahl bezieht, könnte möglicherweise zu anderen Sternen reisen. Die maximale Geschwindigkeit eines Sonnensegels? Etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit. Reisezeit von der Erde zum Alpha Centauri-System mit Hilfe von lasererzeugten Photonen? Etwa 45 Jahre. Die NASA und andere Weltraumbehörden arbeiten gegenwärtig an Plänen, weitere Sonnensegel zu starten. Im Universum gibt es jedoch noch andere, weit leistungsstärkere Antriebsquellen. In den 1960ern dachte man über eine Antriebsmethode nach, bei der das Raumschiff an seinem Heck eine Reihe von Sprengladungen abwirft, um es durch die Kraft der Explosionen voranzutreiben. Dieses Modell wurde Orion-Antrieb genannt und man führte eine Reihe von Experimenten mit konventionellen Sprengsätzen durch, um zu zeigen, dass es funktioniert. Der richtige Orion. Eine mögliche Antwort darauf könnte gut 9 Meter unter der Erde im Herzen Amerikas begraben sein. Im Fermilab Tevatron Collider in der Nähe von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Hier werden Protonen und Antiprotonen in entgegengesetzte Richtungen abgeschossen und bis knapp unter Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um sich dann in einer Hochenergiekollision zu treffen. Bei dem Zusammenstoß entstehen Gammastrahlen, die effektivste Energiequelle, die wir im Universum kennen, und potenziell der Schlüssel zu interstellaren Reisen. Die beste Art, um Antimaterie hier auf der Erde herzustellen, liefert die wohl berühmteste Gleichung Einsteins, nämlich E gleich mc². Sie besagt, dass wir Materie in Energie umwandeln können. Das ist eine großartige Idee, weil sie unglaublich effizient ist. Man nimmt all die Masse dieser Partikel und wandelt sie in Energie um. Existiert Antimaterie im Universum oder müssen wir sie künstlich herstellen? Das ist die Frage, die uns Stefan H. aus Philadelphia per SMS gestellt hat. Antimaterie existiert und wenn sie auf normale Materie trifft, explodiert sie, wobei es zu einem Ausbruch elektromagnetischer Strahlung kommt. Wir können kleine Mengen Antimaterie herstellen, aber wir können sie auch aus dem Weltraum sammeln. Einige kosmische Strahlen, die aus geladenen, sehr energiereichen Partikeln bestehen und aus dem All zu uns gelangen, bestehen aus Antimaterie. Teilchenbeschleuniger wie das Tevatron oder der des CERN sind die einzige Möglichkeit, Antimaterie herzustellen. Und bisher können nur sehr kleine Mengen davon erzeugt werden. Wenn wir eine Möglichkeit finden würden, genug Antimaterie zu erzeugen und zu lagern, hätten wir einen Treibstoff, der, wenn man ihn mit normaler Materie mischen würde, eine gewaltige Energiemenge freisetzen würde. In einer Größenordnung, die weit über das hinausgeht, was Kernspaltung oder Fusion leisten können. Weil wir wissen, dass Antimaterie existiert und sowohl hergestellt als auch gelagert werden kann, ist es auch denkbar, dass eine hochentwickelte Zivilisation ausreichende Mengen davon herstellen und sie für eine Antimaterie-Rakete nutzen könnte. Ein Antimaterie-Raumschiff könnte unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen und sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das heißt, es wäre beinahe so schnell wie ein durch die Galaxie rasender Lichtstrahl eines Sterns. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System, das 4,5 Lichtjahre entfernt ist, etwa 5 Jahre. Nach menschlichem Maß sind die Herstellungskosten für ausreichende Mengen Antimaterie, um damit so ein Raumschiff anzutreiben, astronomisch. Vielleicht ist es für Außerirdische erschwinglich. Aber ein Antimaterie-Raumschiff fordert auch noch in anderer Hinsicht einen hohen Preis. Die Gammastrahlen des Antimaterie-Antriebs sind so gefährlich, dass sie die Zellstruktur aller Lebewesen an Bord des Raumschiffes zerstören könnten. Man bräuchte also unbedingt einen hochentwickelten Schildmechanismus, um die Mannschaft am Leben zu erhalten. Außerdem lauern bei so hohen Geschwindigkeiten noch weitere verheerende Gefahren im Universum. Der Weltraum ist ziemlich leer, doch wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, braucht man einen extrem effektiven Schutzschild, um sich vor den interstellaren Staubpartikeln zu schützen, die ein so schnelles Raumschiff völlig zerstören könnten. Wenn Weltraumpartikel und Trümmer so gefährlich sind,
warum sie nicht einfach ganz vermeiden. Star Trek-Fans dürfte diese Lösung bereits vertraut sein. Ein Raumschiff, das Lichtgeschwindigkeit erreicht, ohne sich überhaupt zu bewegen. Man würde eine sogenannte Warp-Blase erzeugen. Der Name stammt tatsächlich aus der Science-Fiction. Das heißt, man würde das Raum-Zeitgebiet vor dem Raumschiff zusammenpressen und hinter dem Raumschiff ausdehnen, während das Raumschiff selbst völlig bewegungslos in dieser flachen Blase sitzt. Man würde im Grunde auf einer Welle der Raumzeit surfen. Der Warp-Antrieb mag auf den ersten Blick wie pure Science-Fiction erscheinen. 1994 veröffentlichte ein hoch angesehener junger Physiker namens Miguel Alcubierre allerdings einen ernstzunehmenden Aufsatz, in dem er darlegte, wie man in einer kontrollierbaren Raumverwerfung reist. Alcubierres Warp-Antriebskonzept hat allerdings noch einige gewaltige Hindernisse zu bewältigen. Das größte ist die sogenannte dunkle Energie. Ein kosmisches Phänomen, dessen Existenz durch drei Wissenschaftler bewiesen wurde, die dafür 2011 den Nobelpreis verliehen bekamen. Die einfachste Erklärung, die für das Phänomen der dunklen Materie vorgeschlagen wurde, ist, dass der Weltraum selbst die immanente Eigenschaft hat, sich ausdehnen zu wollen. Man kann das sehen, wenn man sich die äußeren, weit entfernten Teile des Universums ansieht. Dort gibt es eine zusätzliche Beschleunigung. Es ist jedoch keine lagerfähige Energiequelle wie Solarenergie oder andere Arten von Energie. Es ist also nicht undenkbar, nicht jenseits des Möglichen, dass eine irgendwo im Universum existierende, hochentwickelte Zivilisation gelernt hat, wie sie dunkle Energie nutzbar machen kann, um sie für eine exotische Antriebsform zu verwenden. Es gibt noch ein weiteres Hindernis für einen funktionstüchtigen Warp-Antrieb. Der einzig bekannte Weg, um ein Raumschiff innerhalb einer Warp-Blase voranzuziehen, setzt voraus, dass man die gewaltige Energie eines schwarzen Lochs zur Verfügung hat und nutzbar machen kann. Kraft einwirken. Folgt man dieser Logik, heißt das, ein Kampfpilot, der sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegt und bei unverminderter Geschwindigkeit versucht, eine 90-Grad-Wende zu machen, würde Kräften in der Größenordnung von fast 300 G ausgesetzt sein. Der höchste Wert, den ein menschlicher Pilot in einem Druckanzug aushalten kann, ohne ohnmächtig zu werden, liegt bei etwa 10 G. Wenn die Physiologie eines außerirdischen Piloten auch nur annähernd der eines Menschen ähneln sollte, würde er bei einem 300-G-Manöver sofort sterben. Seine inneren Organe würden sich weiter vorwärts bewegen und gegen das Skelett schmettern. Falls sie uns ähnlich wären, gäbe es die Möglichkeit, dass sie sich eine spezielle Flüssigkeit in den Körper injizieren, um das Problem mit den inneren Organen zu lösen. Wenn sie ausreichend fixiert und abgepolstert wären, würde es bei den Beschleunigungen und Stopps auch keine inneren Schäden geben. Um den Trägheitseffekten auf das Raumschiff selbst entgegenzuwirken, könnten die Piloten vielleicht eine Technik einschalten, die für uns Menschen heute noch nicht erreichbar ist. Um die Effekte einer 300-G-Wende zu neutralisieren und nicht von dieser Menge an Kraft zerquetscht zu werden, bräuchte man ein Gerät, das die Auswirkungen der Trägheit neutralisieren kann. Das Gerät müsste die Gravitationskraft manipulieren, indem es eine Art Kraftfeld aufbaut, mit dem es die Gravitationskräfte, die das gesamte Universum beherrschen, neutralisieren kann. Dieses Gerät könnte man anschalten, wenn man es braucht, und danach wieder abschalten. Oder es würde auch automatisch an- und ausgehen. Diese Hightech ist für uns nicht in Sicht. Auch wenn die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wie diese Fluggeräte das tödliche Problem der Trägheit überwinden könnten, kann sie vielleicht dabei helfen, ihre Form zu erklären. Insbesondere die berühmteste Form von allen, die fliegende Untertasse. Ende der 1950er testete die US Air Force die sogenannte Avrocar. Die Konstruktion war jedoch äußerst instabil und hatte kaum aerodynamische Vorteile. Was bewies, dass untertassenförmige Fluggeräte in der Erdatmosphäre keine hohen Geschwindigkeiten erreichen können. Der Delta-Flügel oder die Keilform ist ein weit vielversprechenderer Kandidat. Ein Umstand, der den modernen Militärflugzeugdesignern wohl bekannt ist. Der Prozentsatz der UFO-Sichtungen, die von einem keilförmigen Fluggerät berichten, hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen.
Ein Trend, der das Aufkommen von Jets mit gepfeiltem Flügel und nur Flügeldesigns wie den B-2 Stealth Bomber widerspiegelt. Die Formen haben sich verändert. In jüngster Zeit sind sie häufiger keilförmig. Die Berichte neigen also dazu, den fortschrittlichsten Flugzeugen zu entsprechen. Neben der Fortbewegungsart und Form muss sich jeder Erklärungsversuch der UFO-Wissenschaft auch mit den Geräuschen der UFOs befassen. Genauer gesagt, dem Fehlen von Geräuschen. In UFO-Berichten heißt es immer wieder, dass sich die Objekte völlig geräuschlos fortbewegen. Bei fast allen Sichtungen gibt es kein Geräusch, obwohl man genau das von jedem Fluggerät, das sich schnell in der Erdatmosphäre fortbewegt, erwarten würde. Man würde es hören. Es kommt dabei zu einem sogenannten Überschallknall. Das ist eine spezielle Druckwelle, die zusammen mit dem Flugzeug durch die Atmosphäre rast. Wenn man am Boden diesen lauten Überschallknall hört, ist das Resultat des Druckunterschieds, der zwischen dem vorderen und dem hinteren Ende des Flugzeugs herrscht, während es durch die Atmosphäre schießt. Könnte ein außerirdisches Raumschiff diese enorme Druckwelle, die beim Überschallflug entsteht, irgendwie neutralisieren? Die Antwort könnte in einer Technologie liegen, die bei der neuesten digitalen Kopfhörergeneration mit aktiver Geräuschunterdrückung Anwendung findet. Es gibt so eine Geräuschunterdrückung. Dabei sucht man aus, welches Geräusch man unterdrücken will und sendet dann das invertierte Geräusch, um es zu neutralisieren. Mir ist allerdings keine Technik bekannt, die in der Lage ist, das Gleiche mit Druckwellen zu tun. Um den ohrenbetäubenden Effekt des Überschallknalls zu neutralisieren, wären hochentwickelte technische Fertigkeiten vonnöten. Wenn wir schon über Geräuschlosigkeit sprechen, was ist mit Unsichtbarkeit? Einige Augenzeugen behaupten, dass sich die UFOs einfach in Luft auflösten. Eine vielversprechende Methode, die gegenwärtig erforscht wird, könnte so ein Phänomen tatsächlich erklären. Man forscht derzeit an einer Technik, die Gegenstände visuell verändern könnte. Dabei arbeitet man mit Lichtkrümmung. Es geht hier um die Klasse der sogenannten Metamaterialien. Ein populäres Beispiel wäre der Tarnumhang in den Harry Potter Filmen. Metamaterialien nutzen Kombinationen aus Polymersubstraten, Gold und Kupfer, um elektromagnetische Wellen gewaltsam um ein Objekt herum zu krümmen. Das Licht wird um das Objekt herum geleitet, anstatt von ihm reflektiert oder gebrochen zu werden. Fortschrittliche Materialien, Stealth-Technik und rasante Manövrierfähigkeit würden allerdings gar nichts nützen, wenn unsere Besucher nicht in der Lage wären, es überhaupt zur Erde zu schaffen. Die Chancen, dass eine andere Zivilisation es schafft, uns zu besuchen, sind winzig. Wenn sie es schaffen, würde das bedeuten, dass sie viele Probleme gelöst haben. Sie hätten Techniken, die unsere übertreffen oder sogar über das hinausgingen, was wir uns gegenwärtig vorstellen können. Die Wissenschaft kann sich derzeit zumindest einige Verfahren... Ionenantrieb sollte Atomsprengsätze verwenden. Um uns die Funktionsweise des Orion-Antriebs zu demonstrieren, haben Paul und Jim hier eine Versuchsanordnung aufgebaut. Wir werden diese Tonne mit einer chemischen Sprengladung bestücken und sie gut 15 bis 18 Meter in die Luft schießen. Dann vergleichen wir die Explosionsenergie mit der Energie eines Orion-Atomsprengsatzes. Unser Orion-Raumschiff-Simulator ist bereit zum Start. Wir werden jetzt die Sprengsätze zünden, die Tonne in die Luft schießen und die freigesetzte Energiemenge mit der einer Atomexplosion vergleichen, wie sie bei einem Orion-Antrieb Anwendung fände. Der Antrieb des Orion-Raumschiffs, an dem man Ende der 1950er in Los Alamos forschte, sollte auf Kernspaltung oder Fission basieren. Kernspaltungsenergie wird produziert, wenn ein Atom in kleinere Teile zerfällt und dabei freie Neutronen und Protonen entstehen, die gewaltige Gammastrahlenenergie freisetzen. Die Sprengladung in dieser knapp 16 Kilo schweren Tonne hat sie gut 18 Meter in die Luft gehoben.
Ein kleiner Atomsprengsatz, etwa in der Hiroshima-Größenordnung, würde etwa 27 Millionen Mal so viel Energie freisetzen. Also ein geeigneter Antrieb für interplanetare oder interstellare Reisen. Wegen der gewaltigen Explosionen, die ein Orion-Antrieb erfordert, bräuchte man an der Hinterseite des Raumschiffes eine dicke Metallplatte, die den Schub der Explosion absorbieren würde. Und eine Reihe von Stoßdämpfern, um zu verhindern, dass die Crew jedes Mal durch die Gegend geschleudert wird. Die maximale Geschwindigkeit eines per Kernspaltung betriebenen Raumschiffs? Etwa 5% der Lichtgeschwindigkeit. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System? Etwa 90 Jahre. Trotz seines leistungsstarken Antriebs ist das per Kernspaltung betriebene Raumschiff langsamer als ein Sonnensegel. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, müsste man sich eine andere, noch stärkere Kernreaktion zunutze machen. Kernspaltung benutzen wir seit Jahrzehnten, um Energie zu erzeugen. Es gibt jedoch noch eine andere Atomtechnologie, und das ist die Kernfusion. Kernfusion ist die Energiequelle der Sonne. Im Kern der Sonne herrschen hohe Temperaturen und die Atome bewegen sich so schnell, dass sie gegeneinander stoßen, wodurch neue Elemente entstehen und Energie freigesetzt wird. Kernfusion ist das Gegenteil von Kernspaltung. Diese Art von Energie wird produziert, wenn zwei Atomkerne miteinander verschmelzen und einen einzelnen, schwereren Atomkern bilden. Das Ergebnis ist eine gewaltige Freisetzung an Energie. Ein durch Kernfusion betriebenes Raumschiff wurde in den 1970ern erforscht. Es war das sogenannte Projekt Daedalus. Die Mission sah eine Reise zu Barnards Pfeilstern vor, der etwa 5,9 Lichtjahre entfernt ist. Anstatt mit Atombomben erzeugt das fusionsbetriebene Raumschiff seinen Antrieb an Bord, in einer Reaktionskammer. Die Treibstoffpellets für das Daedalus-Raumschiff bestanden aus einer Deuterium-Helium-3-Mischung, die man durch sogenannte relativistische Elektronenstrahlen gezündet hätte. Das sind extrem energiereiche Elektronen, mit denen man Pellets beschießt, wodurch sie miteinander verschmelzen und eine gewaltige Menge an Energie freigesetzt wird. Die Daedalus-Konstruktion verlangte, dass jede Sekunde 250 dieser Pellets freigesetzt werden mussten, und das über 2 Jahre lang. Das Raumschiff hätte 55.000 Tonnen gewogen. Das zusätzliche Gewicht bei so einem Raumschiff wäre sehr groß. Doch eine fortschrittliche Zivilisation könnte dieses Problem eliminieren, indem sie den nötigen Wasserstoff während ihrer interstellaren Reise abbaut. Deuterium oder schwerer Wasserstoff existiert in großen Mengen auf der Erde, vor allem im Meerwasser. Helium-3 ist ein sehr viel selteneres Isotop. In unserem Sonnensystem findet man es auf dem Mond und in großen Mengen auf dem Jupiter und Saturn. Wissenschaftler schlugen vor, riesige Wasserstoffschaufeln zu benutzen, um das Helium-3 einzusammeln, das man für die Durchquerung des Weltraums braucht. Wenn man ein Kernfusionsraumschiff hat, ist es vorstellbar, dass man damit zu einem anderen Stern reist und den dortigen Wasserstoff nutzt, um wieder aufzutanken. So ein autarkes, auf Kernfusion basierendes Raumschiff hätte das Gewichtsproblem umgangen und könnte Geschwindigkeiten erreichen, die es erlauben, nahegelegene Sterne in einem vernünftigen Zeitrahmen zu erforschen. Die Maximalgeschwindigkeit eines durch Kernfusion betriebenen Raumschiffs? Bis zu 15% der Lichtgeschwindigkeit. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System etwa 35 Jahre. Die immensen Kosten, die Logistik und politische Erwägungen brachten die Menschheit schon vor langer Zeit dazu, alle Pläne für atombetriebene Raumschiffe aufzugeben. Eine ausreichend hochentwickelte Gesellschaft könnte allerdings den Atomantrieb durch etwas ersetzen, das wie ein unmögliches Paradoxon erscheint. Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, ohne sich überhaupt zu bewegen. Können UFOs tatsächlich die immensen Geschwindigkeiten erreichen, die für interstellare Reisen notwendig sind? Dieses Gerät könnte man anschalten, wenn man es braucht, und danach wieder abschalten. Oder es würde auch automatisch an- und ausgehen. Diese Hightech ist für uns nicht in Sicht.
Auch wenn die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wie diese Fluggeräte das tödliche Problem der Trägheit überwinden könnten, kann sie vielleicht dabei helfen, ihre Form zu erklären. Insbesondere die berühmteste Form von allen, die fliegende Untertasse. Ende der 1950er testete die US Air Force die sogenannte Avrocar. Die Konstruktion war jedoch äußerst instabil und hatte kaum aerodynamische Vorteile. Was bewies, dass untertassenförmige Fluggeräte in der Erdatmosphäre keine hohen Geschwindigkeiten erreichen können. Der Delta-Flügel oder die Keilform ist ein weit vielversprechenderer Kandidat. Ein Umstand, der den modernen Militärflugzeugdesignern wohl bekannt ist. Der Prozentsatz der UFO-Sichtungen, die von einem keilförmigen Fluggerät berichten, hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Ein Trend, der das Aufkommen von Jets mit gepfeiltem Flügel und nur Flügeldesigns wie den B-2 Stealth Bomber widerspiegelt. Die Formen haben sich verändert. In jüngster Zeit sind sie häufiger keilförmig. Die Berichte neigen also dazu, den fortschrittlichsten Flugzeugen zu entsprechen. Neben der Fortbewegungsart und Form muss sich jeder Erklärungsversuch der UFO-Wissenschaft auch mit den Geräuschen der UFOs befassen. Genauer gesagt, dem Fehlen von Geräuschen. In UFO-Berichten heißt es immer wieder, dass sich die Objekte völlig geräuschlos fortbewegen. Bei fast allen Sichtungen gibt es kein Geräusch, obwohl man genau das von jedem Fluggerät, das sich schnell in der Erdatmosphäre fortbewegt, erwarten würde. Man würde es hören. Es kommt dabei zu einem sogenannten Überschallknall. Das ist eine spezielle Druckwelle, die zusammen mit dem Flugzeug durch die Atmosphäre rast. Wenn man am Boden diesen lauten Überschallknall hört, ist das das Resultat des Druckunterschieds, der zwischen dem vorderen und dem hinteren Ende des Flugzeugs herrscht, während es durch die Atmosphäre schießt. Könnte ein außerirdisches Raumschiff diese enorme Druckwelle, die beim Überschallflug entsteht, irgendwie neutralisieren? Die Antwort könnte in einer Technologie liegen, die bei der neuesten digitalen Kopfhörergeneration mit aktiver Geräuschunterdrückung Anwendung findet. Es gibt so eine Geräuschunterdrückung. Dabei sucht man aus, welches Geräusch man unterdrücken will und sendet dann das invertierte Geräusch, um es zu neutralisieren. Mir ist allerdings keine Technik bekannt, die in der Lage ist, das Gleiche mit Druckwellen zu tun. Um den ohrenbetäubenden Effekt des Überschallknalls zum Raumschiff ziehen zu können, müsste das Segel riesig sein, bis zu hunderte Kilometer im Durchmesser. Weil der Photonendruck eines Sterns abnimmt, je weiter sich das Segel entfernt, haben Forscher vorgeschlagen, das Segel durch einen konzentrierten Laserstrahl mit Energie zu versorgen. Irgendwann muss dieser und jeder andere Hängegleiter leider landen. Doch ein Sonnensegel, das seine Energie durch einen Laserstrahl bezieht, könnte möglicherweise zu anderen Sternen reisen. Die maximale Geschwindigkeit eines Sonnensegels? Etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit. Reisezeit von der Erde zum Alpha Centauri-System mit Hilfe von lasererzeugten Photonen? Etwa 45 Jahre. Die NASA und andere Weltraumbehörden arbeiten gegenwärtig an Plänen, weitere Sonnensegel zu starten. Im Universum gibt es jedoch noch andere, weit leistungsstärkere Antriebsquellen. In den 1960ern dachte man über eine Antriebsmethode nach, bei der das Raumschiff an seinem Heck eine Reihe von Sprengladungen abwirft, um es durch die Kraft der Explosionen voranzutreiben. Dieses Modell wurde Orion-Antrieb genannt und man führte eine Reihe von Experimenten mit konventionellen Sprengsätzen durch, um zu zeigen, dass es funktioniert. Der richtige Orion. Eine mögliche Antwort darauf könnte gut 9 Meter unter der Erde im Herzen Amerikas begraben sein. Im Fermilab Tevatron Collider in der Nähe von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Hier werden Protonen und Antiprotonen in entgegengesetzte Richtungen abgeschossen und bis knapp unter Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um sich dann in einer Hochenergiekollision zu treffen. Bei dem Zusammenstoß entstehen Gammastrahlen, die effektivste Energiequelle, die wir im Universum kennen, und potenziell der Schlüssel zu interstellaren Reisen.
Die beste Art, um Antimaterie hier auf der Erde herzustellen, liefert die wohl berühmteste Gleichung Einsteins, nämlich E gleich mc Quadrat. Sie besagt, dass wir Materie in Energie umwandeln können. Das ist eine großartige Idee, weil sie unglaublich effizient ist. Man nimmt all die Masse dieser Partikel und wandelt sie in Energie um. Existiert Antimaterie im Universum oder müssen wir sie künstlich herstellen? Das ist die Frage, die uns Stefan H. aus Philadelphia per SMS gestellt hat. Antimaterie existiert und wenn sie auf normale Materie trifft, explodiert sie, wobei es zu einem Ausbruch elektromagnetisch statt von ihm reflektiert oder gebrochen zu werden. Fortschrittliche Materialien, Stealth-Technik und rasante Manövrierfähigkeit würden allerdings gar nichts nützen, wenn unsere Besucher nicht in der Lage wären, es überhaupt zur Erde zu schaffen. Die Chancen, dass eine andere Zivilisation es schafft, uns zu besuchen, sind winzig. Wenn sie es schaffen, würde das bedeuten, dass sie viele Probleme gelöst haben. Sie hätten Techniken, die unsere übertreffen oder sogar über das hinausgingen, was wir uns gegenwärtig vorstellen können. Die Wissenschaft kann sich derzeit zumindest einige Verfahren Ionenantrieb, sollte Atomsprengsätze verwenden. Um uns die Funktionsweise des Orion-Antriebs zu demonstrieren, haben Paul und Jim hier eine Versuchsanordnung aufgebaut. Wir werden diese Tonne mit einer chemischen Sprengladung bestücken und sie gut 15 bis 18 Meter in die Luft schießen. Dann vergleichen wir die Explosionsenergie mit der Energie eines Orion-Atomsprengsatzes. Unser Orion-Raumschiff-Simulator ist bereit zum Start. Wir werden jetzt die Sprengsätze zünden, die Tonne in die Luft schießen und die freigesetzte Energiemenge mit der einer Atomexplosion vergleichen, wie sie bei einem Orion-Antrieb Anwendung fände. Der Antrieb des Orion-Raumschiffs, an dem man Ende der 1950er in Los Alamos forschte, sollte auf Kernspaltung oder Fission basieren. Kernspaltungsenergie wird produziert, wenn ein Atom in kleinere Teile zerfällt und dabei freie Neutronen und Protonen entstehen, die gewaltige Gammastrahlenenergie freisetzen. Die Sprengladung in dieser knapp 16 Kilo schweren Tonne hat sie gut 18 Meter in die Luft gehoben. Ein kleiner Atomsprengsatz, etwa in der Hiroshima-Größenordnung, würde etwa 27 Millionen Mal so viel Energie freisetzen. Also ein geeigneter Antrieb für interplanetare oder interstellare Reisen. Wegen der gewaltigen Explosionen, die ein Orion-Antrieb erfordert, bräuchte man an der Hinterseite des Raumschiffes eine dicke Metallplatte, die den Schub der Explosion absorbieren würde. Und eine Reihe von Stoßdämpfern, um zu verhindern, dass die Crew jedes Mal durch die Gegend geschleudert wird. Die maximale Geschwindigkeit eines per Kernspaltung betriebenen Raumschiffs? Etwa 5% der Lichtgeschwindigkeit. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System? Etwa 90 Jahre. Trotz seines leistungsstarken Antriebs ist das per Kernspaltung betriebene Raumschiff Ein Antimaterie-Raumschiff könnte unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen und sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das heißt, es wäre beinahe so schnell wie ein durch die Galaxie rasender Lichtstrahl eines Sterns. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System, das 4,5 Lichtjahre entfernt ist, etwa 5 Jahre. Nach menschlichem Maß sind die Herstellungskosten für ausreichende Mengen Antimaterie, um damit so ein Raumschiff anzutreiben, astronomisch. Vielleicht ist es für Außerirdische erschwinglich, aber ein Antimaterie-Raumschiff fordert auch noch in anderer Hinsicht einen hohen Preis. Die Gammastrahlen des Antimaterie-Antriebs sind so gefährlich, dass sie die Zellstruktur aller Lebewesen an Bord des Raumschiffes zerstören könnten. Man bräuchte also unbedingt einen hochentwickelten Schildmechanismus, um die Mannschaft am Leben zu erhalten. Außerdem lauern bei so hohen Geschwindigkeiten noch weitere verheerende Gefahren im Universum.
Der Weltraum ist ziemlich leer, doch wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, braucht man einen extrem effektiven Schutzschild, um sich vor den interstellaren Staubpartikeln zu schützen, die ein so schnelles Raumschiff völlig zerstören könnten. Wenn Weltraumpartikel und Trümmer so gefährlich sind, warum sie nicht einfach ganz vermeiden? Star Trek-Fans dürfte diese Lösung bereits vertraut sein. Ein Raumschiff, das Lichtgeschwindigkeit erreicht, ohne sich überhaupt zu bewegen. Man würde eine sogenannte Warp-Blase erzeugen. Der Name stammt tatsächlich aus der Science-Fiction. Das heißt, man würde das Raumzeitgebiet vor dem Raumschiff zusammenpressen und hinter dem Raumschiff ausdehnen, während das Raumschiff selbst völlig bewegungslos in dieser flachen Blase sitzt. Man würde im Grunde auf einer Welle der Raumzeit surfen. Der Warp-Antrieb mag auf den ersten Blick wie pure Science-Fiction erscheinen. 1994 veröffentlichte ein hoch angesehener junger Physiker namens Miguel Alcubierre allerdings einen ernstzunehmenden Aufsatz, in dem er darlegte, wie man in einer kontrollierbaren Raumverwerfung reist. Alcubierres Warp-Antriebskonzept hat allerdings noch einige gewaltige Hindernisse zu bewältigen. Das größte ist die sogenannte dunkle Energie. Ein kosmisches Phänomen, dessen Existenz durch drei Wissenschaftler bewiesen wurde, die dafür 2011 den Nobelpreis verliehen bekamen. Die einfachste Erklärung, die für das Phänomen der dunklen Materie vorgeschlagen wurde, ist, dass der Weltraum selbst die immanente Eigenschaft hat, sich ausdehnen zu wollen. Man kann das sehen, wenn man sich die äußeren, weit entfernten... Die Vorstellung von Außerirdischen wird bis zu einem ersten Kontakt bloße Spekulation bleiben. Wie lange werden wir warten müssen? Und trotz des bisherigen Mangels an handfesten Beweisen, wie wahrscheinlich ist die Existenz anderer intelligenter Zivilisationen? Einige halten es für äußerst wahrscheinlich, dass es im Universum vor Leben nur so wimmelt. Die Galaxie existiert schon sehr lange. Das Sonnensystem auch, aber die Galaxie noch viel länger. Viele ihrer Sterne sind viel älter als unsere Sonne. Falls es da draußen Zivilisationen gibt, ist es also gut möglich, dass sie viel älter als die unsrige sind. Wenn sie schon seit 100.000 Jahren existieren, stehen die Chancen sehr gut, dass sie gelernt haben, entweder über den interstellaren Raum hinweg zu kommunizieren oder ihn zu bereisen. Bis es zu einem ersten Kontakt kommt, wird die Menschheit weiter den Himmel nach UFOs absuchen. Bisher gibt es keine Beweise, dass eines von ihnen ein außerirdisches Raumschiff war. Das schließt jedoch die Möglichkeit nicht aus, dass die Menschheit eines Tages Hinweise auf eine intelligente Zivilisation entdeckt. Entweder in den unendlichen Weiten des Weltraums oder sehr viel näher an unserer Heimat. Am Anfang war Dunkelheit und dann der Urknall. Die Geburt eines sich unendlich ausdehnenden Gefüges aus Zeit, Raum und Materie. Jeden Tag enthüllen uns neue Entdeckungen weitere rätselhafte, irrwitzige und tödliche Geheimnisse eines Ortes, den wir das Universum nennen. Tausende Zeugen haben behauptet, UFOs gesehen zu haben. Und ihre Berichte sind oft auffallend ähnlich. Die Zutaten? Ein abgestürztes UFO, einige Leichen und Vertuschung durch die Regierung. Die anerkannte Wissenschaft sagt, dass es solche Beweise nicht gibt. Es ist ein großer Sprung von einem UFO zu einem außerirdischen Raumschiff. Falls UFOs tatsächlich außerirdische Raumschiffe sind, welche Technologien würden wir dann unter ihrer Motorhaube finden? Man bräuchte eine Technik, um den Trägheitseffekt aufzuheben. Welche Wahrheiten stecken hinter unbekannten Flugobjekten und interstellaren Reisen? Für Millionen von UFO-Gläubigen nahm alles am 24. Juni 1947 seinen Anfang. Ein Geschäftsmann und Pilot namens Kenneth Arnold ist alleine in seinem Flugzeug in der Nähe des Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington unterwegs. Plötzlich sieht er im Juli 2009 berichteten Zuschauer einer NASA-Videoübertragung vom Space Shuttle Endeavour, dass sie über dem mechanischen Arm des Shuttles
ein kreisförmiges Objekt schweben sahen. Derartige UFO-Sichtungen im Weltraum gab es angeblich immer wieder in der Geschichte der bemannten Raumfahrt. Unspezifizierte kosmische Phänomene? Oder ein Hinweis darauf, dass riesige außerirdische Raumschiffe durch die Milchstraße kreuzen? Weltraumreisen zwischen den Sternen, das ist doch Science Fiction, oder? Man sieht es jeden Abend im Fernsehen. Aber wären wir oder irgendeine Spezies tatsächlich dazu in der Lage? Die Entfernungen sind gewaltig. Interstellare Reisen widersprechen jedoch nicht den Gesetzen der Physik. Man kann es nicht ausschließen und sagen, es ist absolut unmöglich, dass sie hierher kommen. Es ist nur sehr schwierig. Schon die Reise von der Erde zu unserem nächsten benachbarten Sternensystem Alpha Centauri, das knapp 4,5 Lichtjahre entfernt ist, ist selbst für unsere leistungsstärksten Raketen unmöglich. Falls eine fortschrittliche Zivilisation aus einem fernen Sternensystem uns besuchen würde, können wir ausschließen, dass sie mit chemisch betriebenen Raketen hierher kommen. Mit einem chemischen Antrieb kommt man im Sonnensystem nicht sehr weit. Die am weitesten entfernte unserer Raumsonden ist Voyager 1, gestartet 1977. Sie fliegt seit 34 Jahren mit gut 61.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Trotzdem verlässt sie gerade jetzt erst unser Sonnensystem. Wenn ihr Ziel unser benachbartes Sternsystem Alpha Centauri wäre, würde sie 56.000 Jahre brauchen, um es zu erreichen. Um auf interstellare Missionen gehen zu können, die sich im Zeitrahmen der menschlichen Lebenserwartung bewegen, müssten wir die Reisegeschwindigkeit um den Faktor 1.000 erhöhen. Die Lichtgeschwindigkeit liegt bei atemberaubenden 299.792 Kilometern pro Sekunde. Ein Raumschiff, das zu anderen Sternensystemen reisen will, müsste einen beträchtlichen Prozentsatz dieser Geschwindigkeit erreichen, selbst wenn sein Ziel nur der nächstgelegene Stern wäre. Das größte Problem ist das Gewicht. Eine Rakete mit chemischem Antrieb müsste viel zu viel Gewicht tragen, weil sie ihre gesamten Treibstoffvorräte an Bord nehmen müsste. Um mit chemischem Raketentreibstoff nur 6% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, bräuchte man mehr Treibstoff, als insgesamt Masse im Universum existiert. Es ist also unmöglich, ein anderes Sternensystem mit chemischem Raketentreibstoff zu erreichen. Falls außerirdische Besuche überhaupt möglich sind, müsste Ihr Raumschiff erst einmal dieses Problem lösen. Wir können kleine Mengen Antimaterie herstellen, aber wir können sie auch aus dem Weltraum sammeln. Einige kosmische Strahlen, die aus geladenen, sehr energiereichen Partikeln bestehen und aus dem All zu uns gelangen, bestehen aus Antimaterie. Teilchenbeschleuniger wie das Tevatron oder der des CERN sind die einzige Möglichkeit, Antimaterie herzustellen. Und bisher können nur sehr kleine Mengen davon erzeugt werden. Wenn wir eine Möglichkeit finden würden, genug Antimaterie zu erzeugen und zu lagern, hätten wir einen Treibstoff, der, wenn man ihn mit normaler Materie mischen würde, eine gewaltige Energiemenge freisetzen würde. In einer Größenordnung, die weit über das hinausgeht, was Kernspaltung oder Fusion leisten können. Weil wir wissen, dass Antimaterie existiert und sowohl hergestellt als auch gelagert werden kann, ist es auch denkbar, dass eine hochentwickelte Zivilisation ausreichende Mengen davon herstellen und sie für eine Antimaterie-Rakete nutzen könnte. Ein Antimaterie-Raumschiff könnte unglaubliche Geschwindigkeiten erreichen und sich fast mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Das heißt, es wäre beinahe so schnell wie ein durch die Galaxie rasender Lichtstrahl eines Sterns. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System, das 4,5 Lichtjahre entfernt ist, etwa 5 Jahre. Nach menschlichem Maß sind die Herstellungskosten für ausreichende Mengen Antimaterie, um damit so ein Raumschiff anzutreiben, astronomisch. Vielleicht ist es für Außerirdische erschwinglich, aber ein Antimaterie-Raumschiff fordert auch noch in anderer Hinsicht einen hohen Preis. Die Gammastrahlen des Antimaterie-Antriebs sind so gefährlich, dass sie die Zellstruktur aller Lebewesen an Bord des Raumschiffes zerstören könnten. Man bräuchte also unbedingt einen hochentwickelten Schildmechanismus, um die Mannschaft am Leben zu erhalten. Außerdem lauern bei so hohen Geschwindigkeiten noch weitere verheerende Gefahren im Universum.
Der Weltraum ist ziemlich leer, doch wenn man sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegt, braucht man einen extrem effektiven Schutzschild, um sich vor den interstellaren Staubpartikeln zu schützen, die ein so schnelles Raumschiff völlig zerstören könnten. Wenn Weltraumpartikel und Trümmer so gefährlich sind, warum sie nicht einfach ganz vermeiden? Star Trek-Fans dürfte diese Lösung bereits vertraut sein. Ein Raumschiff, das Lichtgeschwindigkeit erreicht, ohne sich überhaupt zu bewegen. Man würde eine sogenannte Warp-Blase erzeugen. Der Name stammt tatsächlich aus der Science Fiction. Das heißt, man würde das Raumzeitgebiet vor dem Raumschiff zusammenpressen und hinter dem Raumschiff ausdehnen, während das Raumschiff selbst völlig bewegungslos in dieser flachen Blase sitzt, nur hat und nutzbar machen kann. Kraft einwirken. Folgt man dieser Logik, heißt das, ein Kampfpilot, der sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegt und bei unverminderter Geschwindigkeit versucht, eine 90-Grad-Wende zu machen, würde Kräften in der Größenordnung von fast 300 G ausgesetzt sein. Der höchste Wert, den ein menschlicher Pilot in einem Druckanzug aushalten kann, ohne ohnmächtig zu werden, liegt bei etwa 10 G. Wenn die Physiologie eines außerirdischen Piloten auch nur annähernd der eines Menschen ähneln sollte, würde er bei einem 300-G-Manöver sofort sterben. Seine inneren Organe würden sich weiter vorwärts bewegen und gegen das Skelett schmettern. Falls sie uns ähnlich wären, gäbe es die Möglichkeit, dass sie sich eine spezielle Flüssigkeit in den Körper injizieren, um das Problem mit den inneren Organen zu lösen. Wenn sie ausreichend fixiert und abgepolstert wären, würde es bei den Beschleunigungen und Stopps auch keine inneren Schäden geben. Um den Trägheitseffekten auf das Raumschiff selbst entgegenzuwirken, könnten die Piloten vielleicht eine Technik einschalten, die für uns Menschen heute noch nicht erreichbar ist. Um die Effekte einer 300-G-Wende zu neutralisieren und nicht von dieser Menge an Kraft zerquetscht zu werden, bräuchte man ein Gerät, das die Auswirkungen der Trägheit neutralisieren kann. Das Gerät müsste die Gravitationskraft manipulieren, indem es eine Art Kraftfeld aufbaut, mit dem es die Gravitationskräfte, die das gesamte Universum beherrschen, neutralisieren kann. Dieses Gerät könnte man anschalten, wenn man es braucht, und danach wieder abschalten. Oder es würde auch automatisch an- und ausgehen. Diese Hightech ist für uns nicht in Sicht. Auch wenn die Wissenschaft noch nicht erklären kann, wie diese Fluggeräte das tödliche Problem der Trägheit überwinden könnten, kann sie vielleicht dabei helfen, ihre Form zu erklären. Insbesondere die berühmteste Form von allen, die fliegende Untertasse. Ende der 1950er testete die US Air Force die sogenannte Avrocar. Die Konstruktion war jedoch äußerst instabil und hatte kaum aerodynamische Vorteile. Was bewies, dass untertassenförmige Fluggeräte in der Erdatmosphäre keine hohen Geschwindigkeiten erreichen können. Der Delta-Flügel oder die Keilform ist ein weit vielversprechenderer Kandidat. Ein Umstand, der den modernen Militärflugzeugdesignern wohl bekannt ist. Der Prozentsatz der UFO-Sichtungen, die von einem keilförmigen Fluggerät berichten, hat in den letzten Jahrzehnten zugenommen. Ein Trend, der das Aufkommen von Jets mit gepfeiltem Flügel und nur Flügeldesigns wie den B-2 Stealth Bomber widerspiegelt. Die Formen haben sich verändert. In jüngster Zeit sind sie häufiger keilförmig. In den 1960ern dachte man über eine Antriebsmethode nach, bei der das Raumschiff an seinem Heck eine Reihe von Sprengladungen abwirft, um es durch die Kraft der Explosionen voranzutreiben. Dieses Modell wurde Orion-Antrieb genannt und man führte eine Reihe von Experimenten mit konventionellen Sprengsätzen durch, um zu zeigen, dass es funktioniert. Der richtige Orion-Antrieb sollte Atomsprengsätze verwenden. Um uns die Funktionsweise des Orion-Antriebs zu demonstrieren, haben Paul und Jim hier eine Versuchsanordnung aufgebaut. Wir werden diese Tonne mit einer chemischen Sprengladung bestücken und sie gut 15 bis 18 Meter in die Luft schießen. Dann vergleichen wir die Explosionsenergie mit der Energie eines Orion-Atomsprengsatzes. Unser Orion-Raumschiff-Simulator ist bereit zum Start. Wir werden jetzt die Sprengsätze zünden, die Tonne in die Luft schießen und die freigesetzte Energiemenge mit der einer Atomexplosion vergleichen, wie sie bei einem Orion-Antrieb Anwendung fände.
Der Antrieb des Orion-Raumschiffs, an dem man Ende der 1950er in Los Alamos forschte, sollte auf Kernspaltung oder Fission basieren. Kernspaltungsenergie wird produziert, wenn ein Atom in kleinere Teile zerfällt und dabei freie Neutronen und Protonen entstehen, die gewaltige Gammastrahlenenergie freisetzen. Die Sprengladung in dieser knapp 16 Kilo schweren Tonne hat sie gut 18 Meter in die Luft gehoben. Ein kleiner Atomsprengsatz, etwa in der Hiroshima-Größenordnung, würde etwa 27 Millionen Mal so viel Energie freisetzen. Also ein geeigneter Antrieb für interplanetare oder interstellare Reisen. Wegen der gewaltigen Explosionen, die ein Orion-Antrieb erfordert, bräuchte man an der Hinterseite des Raumschiffes eine dicke Metallplatte, die den Schub der Explosion absorbieren würde. Und eine Reihe von Stoßdämpfern, um zu verhindern, dass die Crew jedes Mal durch die Gegend geschleudert wird. Die maximale Geschwindigkeit eines per Kernspaltung betriebenen Raumschiffs? Etwa 5% der Lichtgeschwindigkeit. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System? Etwa 90 Jahre. Trotz seines leistungsstarken Antriebs ist das per Kernspaltung betriebene Raumschiff langsamer als ein Sonnensegel. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, müsste man sich eine andere, noch stärkere Kernreaktion zunutze machen. Kernspaltung benutzen wir seit Jahrzehnten, um Energie zu erzeugen. Es gibt jedoch noch eine andere Atomtechnologie und das ist die Kernfusion. Jedes Jahr gibt es tausende Berichte über Sichtungen, meist über Objekte am Himmel, von denen die Augenzeugen annehmen, dass es außerirdische Raumschiffe sind, sogenannte UFOs. Das U ist entscheidend, es steht für unbekannt. Ich habe selbst schon gesehen, dass ein helles Licht am Horizont auftauchte und dann in den Wolken davonschoss. Streng genommen war das ein UFO, doch es ist ein großer Sprung zwischen einem UFO und einem außerirdischen Raumschiff. Wissenschaftler argumentieren, dass die meisten UFO-Phänomene entweder irdischen Ursprungs sind, wie Satelliten, Ballons und Flugzeuge. Oder kosmischen Ursprungs, wie Meteore, Kometen oder der besonders hell strahlende Planet Venus. Wenn es für eine UFO-Sichtung jedoch keine Erklärung gibt, könnte es dann nicht doch ein außerirdisches Raumschiff sein? Und wenn ja, welche Techniken könnten das Verhalten erklären, von dem die Augenzeugen immer wieder berichten? Wie wäre so ein Raumschiff gebaut? Und welche Probleme müssen sie dabei überwinden? Ein Großteil des Verhaltens der UFOs, von dem Leute berichten, liegt jenseits unseres Stands der Physik. Extreme Geschwindigkeit und Beschleunigung, extrem schnelle Wenden. Dinge, zu denen wir nicht in der Lage sind, ohne dem Piloten Schaden zuzufügen oder das Fluggerät zu zerstören. Die Augenzeugenberichte über extreme Beschleunigungen, blitzschnelle Wendemanöver und plötzliche Stopps scheinen gegen die uns bekannten Naturgesetze zu verstoßen. Könnten Außerirdische vielleicht einen Weg gefunden haben, diese Gesetze zu umgehen? Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Trägheitsprinzip. Es wurde zuerst von Isaac Newton formuliert und besagt, dass ein Objekt in Ruhe oder in Bewegung so lange in Ruhe oder Bewegung bleibt, bis eine Kraft von außen darauf einwirkt. Um solche völlig verrückten Veränderungen der Trägheit zu erreichen, müsste man auf das Objekt mit einer gewaltigen Kraft einwirken. Folgt man dieser Logik, heißt das, ein Kampfpilot, der sich mit nahezu Schallgeschwindigkeit fortbewegt und bei unverminderter Geschwindigkeit versucht, eine 90-Grad-Wende zu machen, würde Kräften in der Größenordnung von fast 300 G ausgesetzt sein. Der höchste Wert, den ein menschlicher Pilot in einem Druckanzug aushalten kann, ohne ohnmächtig zu werden, liegt bei etwa 10 G. Wenn die Physiologie eines außerirdischen Piloten auch nur annähernd der eines Menschen ähneln sollte, würde er bei einem 300-G-Manöver sofort sterben. Seine inneren Organe würden sich weiter vorwärts bewegen und gegen das Skelett schmettern. Falls sie uns ähnlich wären, gäbe es die Möglichkeit, dass sie sich eine spezielle Flüssigkeit in den Körper injizieren, um das Problem gegen die natürlich vorkommenden Ressourcen nutzen, nämlich die Photonen, die von der Sonne abgegeben werden.
Genauso kann ein Hängegleiter ohne jeden Treibstoff oder Motor auskommen, indem er die natürlichen Ressourcen unserer Umgebung nutzt, nämlich die Luft und die Gesetze der Aerodynamik. Um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, um ein bemanntes Raumschiff ziehen zu können, müsste das Segel riesig sein, bis zu hunderte Kilometer im Durchmesser. Weil der Photonendruck eines Sterns abnimmt, je weiter sich das Segel entfernt, haben Forscher vorgeschlagen, das Segel durch einen konzentrierten Laserstrahl mit Energie zu versorgen. Irgendwann muss dieser und jeder andere Hängegleiter leider landen. Doch ein Sonnensegel, das seine Energie durch einen Laserstrahl bezieht, könnte möglicherweise zu anderen Sternen reisen. Die maximale Geschwindigkeit eines Sonnensegels? Etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit. Reisezeit von der Erde zum Alpha Centauri-System mit Hilfe von lasererzeugten Photonen? Etwa 45 Jahre. Die NASA und andere Weltraumbehörden arbeiten gegenwärtig an Plänen, weitere Sonnensegel zu starten. Im Universum gibt es jedoch noch andere, weit leistungsstärkere Antriebsquellen. In den 1960ern dachte man über eine Antriebsmethode nach, bei der das Raumschiff an seinem Heck eine Reihe von Sprengladungen abwirft, um es durch die Kraft der Explosionen voranzutreiben. Dieses Modell wurde Orion-Antrieb genannt und man führte eine Reihe von Experimenten mit konventionellen Sprengsätzen durch, um zu zeigen, dass es funktioniert. Der richtige Orion-Antrieb sollte Atomsprengsätze verwenden. Um uns die Funktionsweise des Orion-Antriebs zu demonstrieren, haben Paul und Jim hier eine Versuchsanordnung aufgebaut. Wir werden diese Tonne mit einer chemischen Sprengladung bestücken und sie gut 15 bis 18 Meter in die Luft schießen. Dann vergleichen wir die Explosionsenergie mit der Energie eines Orion-Atomsprengsatzes. Unser Orion-Raumschiff-Simulator ist bereit zum Start. Wir werden jetzt die Sprengsätze zünden, die Tonne in die Luft schießen und die freigesetzte Energiemenge mit der einer Atomexplosion vergleichen, wie sie bei einem Orion-Antrieb Anwendung fände. Der Antrieb des Orion der Menschen werden Zeugen eines optischen Phänomens, das sich am Himmel Arizonas bewegt. Es gibt zahlreiche Berichte über eine Reihe von hellen Lichtern in geometrischen Mustern, darunter eine ganze Reihe von Sichtungen über Phoenix, von einem angeblich bis zu 1,5 Kilometer breiten Flugkörper mit abwechselnd blinkenden Lichtern. Meine Rekonstruktion der Ereignisse dieses Abends lautet, die Lichter der Phoenix Lights waren höchstwahrscheinlich Leuchtraketen, die von einer A-10-Maschine der Air Force abgeworfen wurden. Die Menschen haben, wenn sie so etwas sehen, die Neigung, sich eine feste Form vorzustellen, die die einzelnen Punkte miteinander verbindet. Für viele waren die Phoenix Lights ein eindeutiger Beweis, dass ein riesiges außerirdisches Raumschiff zur Erde gekommen war. Manche nannten es ein Mutterschiff. Das Konzept eines Mutterschiffs ist ein fundamentaler Bestandteil der Theorien über Besuche Außerirdischer. Es ist die einzige Möglichkeit, die gewaltigen Distanzen des interstellaren Raums zu überwinden. Der Begriff Mutterschiff entstand etwa zur gleichen Zeit wie der Begriff fliegende Untertasse. Zugrunde lag die Vorstellung, dass man eine interstellare Reise nicht in einem Ein-Mann-Raumschiff unternehmen kann. Man braucht etwas wirklich Großes. Eine passende irdische Analogie zum Mutterschiff wäre ein Flugzeugträger. Er legt gewaltige Entfernungen über die Ozeane zurück und sein Zweck ist es, kleinere Flugzeuge zu transportieren, die von ihm aus zu einzelnen Missionen starten können. Wenn die Reise zur Erde lange dauert, Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende, wäre das Mutterschiff noch weit mehr als nur ein Flugzeugträger. Es gibt das Konzept des Generationenschiffs, einer Arche. Das ist ein sehr großes Raumschiff, das ein geschlossenes Ökosystem ist, in dem während der langen Reise zum Bestimmungsort ganze Generationen von Passagieren geboren werden, altern und sterben.
Mit Verfahren wie dem Kälteschlaf könnten biologische Alien-Passagiere vielleicht zuerst in Schlaf versetzt und am Ende der langen Reise wiederbelebt werden. So eine Reise zu überleben, würde auch heißen, die zerstörerische Energie zu überstehen, die das Raumschiff antreibt. Eine äußerst logische Konstruktionslösung, ein zigarrenförmiges Mutterschiff, ist genau das, was viele UFO-Augenzeugen behaupten, gesehen zu haben. Mit jedem fortschrittlichen Antriebssystem würde man die Crew so weit wie möglich entfernt vom Antrieb platzieren. Eine mögliche Konstruktion wäre daher ein sehr langes, dünnes Schiff, bei dem der Antrieb an einem Ende liegt und der Mannschaftsbereich ganz am anderen Ende, beides verbunden durch irgendeine Verbindungskonstruktion. So könnte man Schäden durch... Uns sah eine Reise zu Barnards Pfeilstern vor, der etwa 5,9 Lichtjahre entfernt ist. Anstatt mit Atombomben erzeugt das fusionsbetriebene Raumschiff seinen Antrieb an Bord, in einer Reaktionskammer. Die Treibstoffpellets für das Daedalus-Raumschiff bestanden aus einer Deuterium-Helium-3-Mischung, die man durch sogenannte relativistische Elektronenstrahlen gezündet hätte. Das sind extrem energiereiche Elektronen, mit denen man Pellets beschießt, wodurch sie miteinander verschmelzen und eine gewaltige Menge an Energie freigesetzt wird. Die Daedalus-Konstruktion verlangte, dass jede Sekunde 250 dieser Pellets freigesetzt werden mussten, und das über 2 Jahre lang. Das Raumschiff hätte 55.000 Tonnen gewogen. Das zusätzliche Gewicht bei so einem Raumschiff wäre sehr groß. Doch eine fortschrittliche Zivilisation könnte dieses Problem eliminieren, indem sie den nötigen Wasserstoff während ihrer interstellaren Reise abbaut. Deuterium oder schwerer Wasserstoff existiert in großen Mengen auf der Erde, vor allem im Meerwasser. Helium-3 ist ein sehr viel selteneres Isotop. In unserem Sonnensystem findet man es auf dem Mond und in großen Mengen auf dem Jupiter und Saturn. Wissenschaftler schlugen vor, riesige Wasserstoffschaufeln zu benutzen, um das Helium-3 einzusammeln, das man für die Durchquerung des Weltraums braucht. Wenn man ein Kernfusionsraumschiff hat, ist es vorstellbar, dass man damit zu einem anderen Stern reist und den dortigen Wasserstoff nutzt, um wieder aufzutanken. So ein autarkes, auf Kernfusion basierendes Raumschiff hätte das Gewichtsproblem umgangen und könnte Geschwindigkeiten erreichen, die es erlauben, nahegelegene Sterne in einem vernünftigen Zeitrahmen zu erforschen. Die Maximalgeschwindigkeit eines durch Kernfusion betriebenen Raumschiffs: bis zu 15% der Lichtgeschwindigkeit. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System etwa 35 Jahre. Die immensen Kosten, die Logistik und politische Erwägungen brachten die Menschheit schon vor langer Zeit dazu, alle Pläne für atombetriebene Raumschiffe aufzugeben. Eine ausreichend hochentwickelte Gesellschaft könnte allerdings den Atomantrieb durch etwas ersetzen, das wie ein unmögliches Paradoxon erscheint. Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, ohne sich überhaupt zu bewegen. Können UFOs tatsächlich die immensen Geschwindigkeiten erreichen, die für interstellare Reisen notwendig sind? Eine mögliche Antwort darauf könnte gut 9 Meter unter der Erde im Herzen Amerikas begraben sein. Im Fermilab Tevatron Collider in der Nähe von Chicago, für eine exotische Antriebsform zu verwenden. Es gibt noch ein weiteres Hindernis für einen funktionstüchtigen Warp-Antrieb. Der einzig bekannte Weg, um ein Raumschiff innerhalb einer Warp-Blase voranzuziehen, setzt voraus, dass man die gewaltige Energie eines schwarzen Lochs zur Verfügung hat und nutzbar machen kann. Vereinfacht gesagt läuft es so. Man muss irgendwie ein Stück sehr konzentrierte Materie herstellen. So extrem konzentriert, dass es ein schwarzes Loch entstehen lassen würde. Und wenn man es schafft, ein schwarzes Loch in kleinem Maßstab herzustellen, kann man es quasi vor dem Schiff fixieren und seine Raumverzerrung dafür nutzen, das Raumschiff vorwärts zu ziehen. Und wie schnell genau könnte ein Warp-Antrieb ein außerirdisches Raumschiff fortbewegen? Alcubierres Arbeit impliziert ganz klar, dass, wenn man so einen Warp-Antrieb konstruieren könnte, Geschwindigkeiten erreicht werden würden, die ein Vielfaches der Lichtgeschwindigkeit betragen. Reisedauer von der Erde zum Alpha Centauri-System an Bord eines Warp-Raumschiffs, das mit Lichtgeschwindigkeit reist?
Etwa 4,5 Jahre oder weniger, solange nicht alle an Bord verbrennen. Ein Problem mit dem Alcubierre-Antrieb ist, dass innerhalb der Warpblase Temperaturen entstehen, die noch höher sind als die im Kern unserer Sonne. Das ist ein weiteres kleines Problem, das gelöst werden muss, um den Planeten Erde zu erreichen. Doch was, wenn so ein außerirdisches Raumschiff, das sich in einer Warpblase fortbewegt und von einem schwarzen Loch gezogen wird, tatsächlich in der Erdatmosphäre auftauchen sollte? Es wäre nicht die erste UFO-Sichtung mit Massen von Augenzeugen, aber ganz bestimmt die letzte. März 1997. Tausende Menschen werden Zeugen eines optischen Phänomens, das sich am Himmel Arizonas bewegt. Es gibt zahlreiche Berichte über eine Reihe von hellen Lichtern in geometrischen Mustern, darunter eine ganze Reihe von Sichtungen über Phoenix, von einem angeblich bis zu 1,5 Kilometer breiten Flugkörper mit abwechselnd blinkenden Lichtern. Meine Rekonstruktion der Ereignisse dieses Abends lautet, die Lichter der Phoenix Lights waren höchstwahrscheinlich Leuchtraketen, die von einer A-10-Maschine der Air Force abgeworfen wurden. Die Menschen haben, wenn sie so etwas sehen, die Neigung, sich eine feste Form vorzustellen, die die einzelnen Punkte miteinander verbindet. Für viele waren die Phoenix Lights ein eindeutiger Beweis, dass ein riesiges außerirdisches Raumschiff zur Erde gekommen war. Manche nannten es ein Mutterschiff. Das Konzept eines Mutterschiffs ist ein fundamentaler Bestandteil der Theorien über Besuche Außerirdischer. Es ist die einzige Möglichkeit, die Gewalt etwa 35 Jahre. Die immensen Kosten, die Logistik und politische Erwägungen brachten die Menschheit schon vor langer Zeit dazu, alle Pläne für atombetriebene Raumschiffe aufzugeben. Eine ausreichend hochentwickelte Gesellschaft könnte allerdings den Atomantrieb durch etwas ersetzen, das wie ein unmögliches Paradoxon erscheint. Reisen mit Lichtgeschwindigkeit, ohne sich überhaupt zu bewegen. Können UFOs tatsächlich die immensen Geschwindigkeiten erreichen, die für interstellare Reisen notwendig sind? Eine mögliche Antwort darauf könnte gut 9 Meter unter der Erde im Herzen Amerikas begraben sein. Im Fermilab Tevatron Collider, in der Nähe von Chicago im US-Bundesstaat Illinois. Hier werden Protonen und Antiprotonen in entgegengesetzte Richtungen abgeschossen und bis knapp unter Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, um sich dann in einer Hochenergiekollision zu treffen. Bei dem Zusammenstoß entstehen Gammastrahlen, die effektivste Energiequelle, die wir im Universum kennen, und potenziell der Schlüssel zu interstellaren Reisen. Die beste Art, um Antimaterie hier auf der Erde herzustellen, liefert die wohl berühmteste Gleichung Einsteins, nämlich E gleich mc². Sie besagt, dass wir Materie in Energie umwandeln können. Das ist eine großartige Idee, weil sie unglaublich effizient ist. Man nimmt all die Masse dieser Partikel und wandelt sie in Energie um. Existiert Antimaterie im Universum oder müssen wir sie künstlich herstellen? Das ist die Frage, die uns Stefan H. aus Philadelphia per SMS gestellt hat. Antimaterie existiert und wenn sie auf normale Materie trifft, explodiert sie, wobei es zu einem Ausbruch elektromagnetischer Strahlung kommt. Wir können kleine Mengen Antimaterie herstellen, aber wir können sie auch aus dem Weltraum sammeln. Einige kosmische Strahlen, die aus geladenen, sehr energiereichen Partikeln bestehen und aus dem All zu uns gelangen, bestehen aus Antimaterie. Teilchenbeschleuniger wie das Tevatron oder der des CERN sind die einzige Möglichkeit, Antimaterie herzustellen. Und bisher können nur sehr kleine Mengen davon erzeugt werden. Wenn wir eine Möglichkeit finden würden, genug Antimaterie zu erzeugen und zu lagern, hätten wir einen Treibstoff, der, wenn man ihn mit normaler Materie mischen würde, eine gewaltige Energiemenge freisetzen würde. In einer Größenordnung, die weit über das hinausgeht, was Kernspaltung oder Fusion leisten können. Weil wir wissen, dass Antimaterie existiert und sowohl hergestellt als auch gelagert wird, ist sie es tatsächlich dazu in der Lage? Die Entfernungen sind gewaltig.
Interstellare Reisen widersprechen jedoch nicht den Gesetzen der Physik. Man kann es nicht ausschließen und sagen, es ist absolut unmöglich, dass sie hierher kommen. Es ist nur sehr schwierig. Schon die Reise von der Erde zu unserem nächsten benachbarten Sternensystem Alpha Centauri, das knapp 4,5 Lichtjahre entfernt ist, ist selbst für unsere leistungsstärksten Raketen unmöglich. Falls eine fortschrittliche Zivilisation aus einem fernen Sternensystem uns besuchen würde, können wir ausschließen, dass sie mit chemisch betriebenen Raketen hierher kommen. Mit einem chemischen Antrieb kommt man im Sonnensystem nicht sehr weit. Die am weitesten entfernte unserer Raumsonden ist Voyager 1, gestartet 1977. Sie fliegt seit 34 Jahren mit gut 61.000 Kilometern pro Stunde durchs All. Trotzdem verlässt sie gerade jetzt erst unser Sonnensystem. Wenn ihr Ziel unser benachbartes Sternsystem Alpha Centauri wäre, würde sie 56.000 Jahre brauchen, um es zu erreichen. Um auf interstellare Missionen gehen zu können, die sich im Zeitrahmen der menschlichen Lebenserwartung bewegen, müssten wir die Reisegeschwindigkeit um den Faktor 1.000 erhöhen. Die Lichtgeschwindigkeit liegt bei atemberaubenden 299.792 Kilometern pro Sekunde. Ein Raumschiff, das zu anderen Sternensystemen reisen will, müsste einen beträchtlichen Prozentsatz dieser Geschwindigkeit erreichen, selbst wenn sein Ziel nur der nächstgelegene Stern wäre. Das größte Problem ist das Gewicht. Eine Rakete mit chemischem Antrieb müsste viel zu viel Gewicht tragen, weil sie ihre gesamten Treibstoffvorräte an Bord nehmen müsste. Um mit chemischem Raketentreibstoff nur 6% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, bräuchte man mehr Treibstoff, als insgesamt Masse im Universum existiert. Es ist also unmöglich, ein anderes Sternensystem mit chemischem Raketentreibstoff zu erreichen. Falls außerirdische Besuche überhaupt möglich sind, müsste Ihr Raumschiff erst einmal dieses Problem lösen. 2011 schickte die NASA mit NanoSail D2 ihr erstes Sonnensegel in eine Umlaufbahn um die Erde. Das ultradünne, knapp 10 Quadratmeter große Segel nutzt Sonnenlicht oder besser Photonendruck als Antriebsquelle. Eine der unumgänglichen Begrenzungen des Raketenantriebs ist, dass jede Rakete ihren Treibstoff mit sich führen muss. Ein Sonnensegel kann dagegen die natürlich vorkommenden Ressourcen nutzen, nämlich die Photonen, die von der Sonne abgegeben werden. Genauso kann ein Hängegleiter ohne jeden Treibstoff oder Motor auskommen, indem er die natürlichen Ressourcen unserer Umgebung nutzt, nämlich die Luft und die Interstellare Reisen widersprechen jedoch nicht den Gesetzen der Physik. Man kann es nicht ausschließen und sagen, es ist absolut unmöglich, dass sie hierher kommen. Es ist nur sehr schwierig. Schon die Reise von der Erde zu unserem nächsten benachbarten Sternensystem Alpha Centauri, das knapp 4,5 Lichtjahre entfernt ist, ist selbst für unsere leistungsstärksten Raketen unmöglich. Falls eine fortschrittliche Zivilisation aus einem fernen Sternensystem uns besuchen würde, können wir ausschließen, dass sie mit chemisch betriebenen Raketen hierher kommen. Mit einem chemischen Antrieb kommt man im Sonnen. Am Anfang war Dunkelheit und dann der Urknall. Die Geburt eines sich unendlich ausdehnenden Gefüges aus Zeit, Raum und Materie. Jeden Tag enthüllen uns neue Entdeckungen weitere rätselhafte, irrwitzige und tödliche Geheimnisse eines Ortes, den wir das Universum nennen. Tausende Zeugen haben behauptet, UFOs gesehen zu haben. Und ihre Berichte sind oft auffallend ähnlich. Die Zutaten? Ein abgestürztes UFO, einige Leichen und Vertuschung durch die Regierung. Die anerkannte Wissenschaft sagt, dass es solche Beweise nicht gibt. Es ist ein großer Sprung von einem UFO zu einem außerirdischen Raumschiff. Falls UFOs tatsächlich außerirdische Raumschiffe sind, welche Technologien würden wir dann unter ihrer Motorhaube finden? Man bräuchte eine Technik, um den Trägheitseffekt aufzuheben. Welche Wahrheiten stecken hinter unbekannten Flugobjekten und interstellaren Reisen? Für Millionen von UFO-Gläubigen nahm alles am 24. Juni 1947 seinen Anfang.
Ein Geschäftsmann und Pilot namens Kenneth Arnold ist alleine in seinem Flugzeug in der Nähe des Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington unterwegs. Plötzlich sieht er eine Gruppe von 9 Fluggeräten, die sich unglaublich schnell fortbewegen. Sie hatten eine reflektierende Oberfläche, flogen mit Überschallgeschwindigkeit in Formation und änderten abrupt den Kurs. Solche Geschwindigkeit war damals unmöglich. Das war vor dem Zeitalter der Jets. Als ausgebildeter Pilot tat er einiges, um zu prüfen, ob er nicht nur irgendeinen atmosphärischen Effekt sah. Er veränderte den Winkel seines Kopfes und den seines Flugzeugs. Er positionierte das Flugzeug so, dass er im Hintergrund der Objekte weißen Schnee hatte. Sie erschienen dunkel vor der hellen Oberfläche. Bevor Arnold sich ihnen nähern kann, sind die Objekte an Bord gehabt, noch irgendetwas mit Außerirdischen zu tun gehabt hätte. Andere Augenzeugen behaupteten, Teile des abgestürzten Raumschiffes gesehen zu haben. Angeblich aus Materialien, die der Wissenschaft unbekannt waren. Arnolds Sichtung und der Roswell-Vorfall wurden nie offiziell bestätigt und sind bis heute höchst umstritten. Jedes Jahr gibt es tausende Berichte über Sichtungen, meist über Objekte am Himmel, von denen die Augenzeugen annehmen, dass es außerirdische Raumschiffe sind, sogenannte UFOs. Das U ist entscheidend, es steht für unbekannt. Ich habe selbst schon gesehen, dass ein helles Licht am Horizont auftauchte und dann in den Wolken davonschoss. Streng genommen war das ein UFO, doch es ist ein großer Sprung zwischen einem UFO und einem außerirdischen Raumschiff. Wissenschaftler argumentieren, dass die meisten UFO-Phänomene entweder irdischen Ursprungs sind, wie Satelliten, Ballons und Flugzeuge. Oder kosmischen Ursprungs, wie Meteore, Kometen oder der besonders hell strahlende Planet Venus. Wenn es für eine UFO-Sichtung jedoch keine Erklärung gibt, könnte es dann nicht doch ein außerirdisches Raumschiff sein? Und wenn ja, welche Techniken könnten das Verhalten erklären, von dem die Augenzeugen immer wieder berichten? Wie wäre so ein Raumschiff gebaut? Und welche Probleme müssen sie dabei überwinden? Ein Großteil des Verhaltens der UFOs, von dem Leute berichten, liegt jenseits unseres Stands der Physik. Extreme Geschwindigkeit und Beschleunigung, extrem schnelle Wenden. Dinge, zu denen wir nicht in der Lage sind, ohne dem Piloten Schaden zuzufügen oder das Fluggerät zu zerstören. Die Augenzeugenberichte über extreme Beschleunigungen, blitzschnelle Wendemanöver und plötzliche Stopps scheinen gegen die uns bekannten Naturgesetze zu verstoßen. Könnten Außerirdische vielleicht einen Weg gefunden haben, diese Gesetze zu umgehen? Was wir nicht vergessen dürfen, ist das Trägheitsprinzip. Es wurde zuerst von Isaac Newton formuliert und besagt, dass ein Objekt in Ruhe oder in Bewegung so lange in Ruhe oder Bewegung bleibt, bis eine Kraft von außen darauf einwirkt. Um solche völlig verrückten Veränderungen der Trägheit zu erreichen, müsste man auf das Objekt mit einer gewaltigen Vorstellen, mit denen es möglich wäre, die scheinbar unüberbrückbaren Distanzen zwischen den Sternen zu überwinden. Darunter eine explosive Antriebsquelle, die so verheerend ist, dass wir die Besucher schon kommen sehen würden, wenn sie noch Lichtjahre entfernt wären. Es gab in den letzten Jahrzehnten zahllose Berichte über UFO-Vorfälle überall auf der Erde. Alpha Centauri wäre. Würde sie 56.000 Jahre brauchen, um es zu erreichen. Um auf interstellare Missionen gehen zu können, die sich im Zeitrahmen der menschlichen Lebenserwartung bewegen, müssten wir die Reisegeschwindigkeit um den Faktor 1.000 erhöhen. Die Lichtgeschwindigkeit liegt bei atemberaubenden 299.792 Kilometern pro Sekunde. Ein Raumschiff, das zu anderen Sternensystemen reisen will, müsste einen beträchtlichen Prozentsatz dieser Geschwindigkeit erreichen, selbst wenn sein Ziel nur der nächstgelegene Stern wäre. Das größte Problem ist das Gewicht. Eine Rakete mit chemischem Antrieb müsste viel zu viel Gewicht tragen, weil sie ihre gesamten Treibstoffvorräte an Bord nehmen müsste. Um mit chemischem Raketentreibstoff nur 6% der Lichtgeschwindigkeit zu erreichen, bräuchte man mehr Treibstoff, als insgesamt Masse im Universum existiert. Es ist also unmöglich, ein anderes Sternensystem mit chemischem Raketentreibstoff zu erreichen. Falls außerirdische Besuche überhaupt möglich sind, müsste Ihr Raumschiff erst einmal dieses Problem lösen.
2011 schickte die NASA mit NanoSail D2 ihr erstes Sonnensegel in eine Umlaufbahn um die Erde. Das ultradünne, knapp 10 Quadratmeter große Segel nutzt Sonnenlicht oder besser Photonendruck als Antriebsquelle. Eine der unumgänglichen Begrenzungen des Raketenantriebs ist, dass jede Rakete ihren Treibstoff mit sich führen muss. Ein Sonnensegel kann dagegen die natürlich vorkommenden Ressourcen nutzen, nämlich die Photonen, die von der Sonne abgegeben werden. Genauso kann ein Hängegleiter ohne jeden Treibstoff oder Motor auskommen, indem er die natürlichen Ressourcen unserer Umgebung nutzt, nämlich die Luft und die Gesetze der Aerodynamik. Um eine ausreichende Geschwindigkeit zu erreichen, um ein bemanntes Raumschiff ziehen zu können, müsste das Segel riesig sein, bis zu hunderte Kilometer im Durchmesser. Weil der Photonendruck eines Sterns abnimmt, je weiter sich das Segel entfernt, haben Forscher vorgeschlagen, das Segel durch einen konzentrierten Laserstrahl mit Energie zu versorgen. Irgendwann muss dieser und jeder andere Hängegleiter leider landen. Doch ein Sonnensegel, das seine Energie durch einen Laserstrahl bezieht, könnte möglicherweise zu anderen Sternen reisen. Die maximale Geschwindigkeit eines Sonnensegels? Etwa 10% der Lichtgeschwindigkeit. Reisezeit von der Erde zum Alpha Centauri-System mit interstellaren Reisen. Für Millionen von UFO-Gläubigen nahm alles am 24. Juni 1947 seinen Anfang. Ein Geschäftsmann und Pilot namens Kenneth Arnold ist alleine in seinem Flugzeug in der Nähe des Mount Rainier im US-Bundesstaat Washington unterwegs. Plötzlich sieht er eine Gruppe von 9 Fluggeräten, die sich unglaublich schnell fortbewegen. Sie hatten eine reflektierende Oberfläche, flogen mit Überschallgeschwindigkeit in Formation und änderten abrupt den Kurs. Solche Geschwindigkeit war damals unmöglich. Das war vor dem Zeitalter der Jets. Als ausgebildeter Pilot tat er einiges, um zu prüfen, ob er nicht nur irgendeinen atmosphärischen Effekt sah. Er veränderte den Winkel seines Kopfes und den seines Flugzeugs. Er positionierte das Flugzeug so, dass er im Hintergrund der Objekte weißen Schnee hatte. Sie erschienen dunkel vor der hellen Oberfläche. Bevor Arnold sich ihnen nähern kann, sind die Objekte verschwunden. So etwas hatte es in der Moderne noch nie gegeben. Niemand hatte etwas derartiges gesehen. Arnold gab Presseinterviews, in denen er versuchte, den Vorfall zu erklären. Doch er wurde falsch zitiert. Eigentlich sagte er nur, dass sie sich wie Untertassen, die übers Wasser springen, bewegten. Die Zeitungen gaben das falsch wieder und schrieben, dass sie wie Untertassen ausgesehen hätten. Der Begriff fliegende Untertasse ist geboren. Arnolds Erlebnis gibt den Startschuss für weitere UFO-Sichtungen. Ein paar Wochen später, im Sommer 1947, kommt es dann zum wohl berühmtesten Vorfall. Berichte über ein unbekanntes Flugobjekt nahe Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Roswell wurde das Aushängeschild aller UFO-Sichtungen, weil es alle nötigen Zutaten bot. Eine abgestürzte Untertasse, darin einige Leichen, Vertuschung durch die Regierung und es gab Vertuschungsversuche. Die Behörden haben falsch informiert. Im ursprünglichen Bericht der Air Force hieß es, dass es eine fliegende Untertasse außerirdischen Ursprungs sei. Kurz danach wurde behauptet, dass es ein abgestürzter Wetterballon gewesen sei, der weder Passagiere an Bord gehabt, noch irgendetwas mit Außerirdischen zu tun gehabt hätte. Andere Augenzeugen behaupteten, Teile des abgestürzten Raumschiffes gesehen zu haben. Angeblich aus Materialien, die der Wissenschaft unbekannt waren. Arnolds Sichtung und der Roswell-Vorfall wurden nie offiziell bestätigt und sind bis